Hallihallo beim Zylonensender, heute mit mir und Phil. Du sagst es so enttäuscht. Und Phil! Ja, du sagst das so enthusiastisch. Hallo Jan. Hallihallo, lieber Tim. Und hallo Mario. Gott, das hört sich... Hi, das war Jan, das war nichts, Jan. Und hallo Ben. Das war nichts, was? Hallo. Was denn? Das hat sich ein bisschen angehört wie bei Radio Tatooine. Stimmt. Dann müssen wir doch die Buchstaben mit irgendwelchen Gegenständen benennen. Hallo, toller Tim. Ja. Hallo, pornografischer Phil. Hallo, Big wow. Ben. Und hallo, krasser Kratel. Mist Mario. Mr. Mario. Ja, Disclaimer vorweg, das ist eine Urlaubsfolge. Ich bin im Urlaub und habe deswegen hier nur Urlaubsequipment dabei. Das heißt, einen 8 Jahre alten Computer mit nur WLAN. Ich hoffe, dass das trotzdem was wird. Wenn das nichts wird, werdet ihr es nicht hören. Von daher ist es egal. Ich hätte gar nichts sagen müssen. Ich lege aber Wert darauf, dass es eine Urlaubsfolge ist, aber nur du im Urlaub bist. Nur ich. Ja, nur du. Der Produzent ist in Urlaub, also ist es eine Urlaubsfolge. Die Schauspieler Wenn der sind Produzent in der Badewanne aufnimmt, ist es eine Badfolge. Ja, ihr könntet das ja auch anders sehen. Wenn ihr im Urlaub wärt, dann wärt ihr gar nicht da. Das ist richtig. Siehst du? Deswegen lobt mich doch mal. Ich bin im Urlaub und ich bin da. Ja. Danke, das reicht. Okay. Help. Was machen wir denn heute? Wir sind fertig mit der Staffel 3. Mhm. Und deswegen haben wir uns gedacht, gucken wir uns und hören wir uns jetzt an eine Folge, die wir hätten nach der Staffel 2 besprechen sollen. Nämlich? Hätten wir? Ja. So hätten können. Hätten können, weil die ist nach der Staffel 2 ausgestrahlt worden. Ist die da ausgestrahlt worden? Keine Ahnung. Nö, ich glaube, sie spielt nur da. Also sie ist... Aber war das nicht? Das haben wir doch schon irgendwie fünfmal besprochen. Ja, jetzt gleich. Jetzt mal. Das will Spoiler doch nicht machen. sie ist, glaube ich, eingeordnet und auch in den DVDs nach der Staffel 2. So. Und Ben erzählt jetzt, warum wir die nicht nach der Staffel 2 geguckt haben. Weil es ein Teil... Weil wir es vergessen haben. Genau, wir es vergessen haben. Nein, weil es tatsächlich in diesem Film gewisse Informationen gibt, die einem die dritte Staffel zum Teil etwas kaputt machen könnten. Also spoilern könnten quasi. Und deswegen wird empfohlen, die Folge immer erst nach der dritten Staffel zu gucken. Passt zwar chronologisch überhaupt gar nicht mehr in die Reihe, aber man macht sich zumindest nichts kaputt. Mir wäre nicht so aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Wir können ja am Ende noch mal drüber sprechen, inwiefern da die und wo diese Stellen sind, wo man gespoilert wird. Aha. So, damit Phil die auch, damit Mario die auch kennenlernt. Und ich. mir ist nämlich auch nichts aufgefallen. Außer vielleicht ganz am Ende, weil du hast ja auch, Ben, du hast ja auch mal gesagt, es gibt auch irgendwie die Option, die ganze Folge zu gucken nach der zweiten Staffel und nur die letzten 10 Minuten dann nach der dritten oder so. Irgendwie, ja, habe ich mal gelesen, aber ich habe das selber auch so nicht gemacht, also. Okay. Ich habe die auch komplett am Stück nach der dritten Staffel geguckt. Aber wann die jetzt tatsächlich rausgekommen ist, weiß ich auch nicht. 2007 ist die rausgekommen. Weißt du noch, wann die zweite Staffel geendet hat? Die zweite Staffel hat geendet im März 2006. Ja. Das passt schon so, die gehört zwischen Staffel 3 und Staffel 4. Ja, also zumindest von der Produktion her. Ja. Das würde ja auch inhaltlich viel vorweggreifen von der dritten Staffel, oder nicht? Ja, aber andererseits muss man sich jetzt an vieles zurückerinnern, was da noch frisch gewesen wäre. Ja, aber das ist doch gut. Dann sieht man mal, wie gut du aufgepasst hast. Ja, gut. Da kommen wir dann gleich dazu. Ah, jetzt weiß ich, warum nach der dritten Staffel. Aber auch später, ja. Mario hält einen Vortrag. Eine Rede. Wir können ja erstmal sagen, wie sie heißt. Ja, wie heißt denn die neue? Razor. Wir haben ja auch einen deutschen Titel. Nee, oder? Auch Razor. Razor. Razor, genau. Razor, der Zerstörer. Razor, Entschuldigung. Genau. Klingt wie so eine He-Man-Figur. Ich dachte eher an diesen YouTuber, aber ist okay. Ach so. Weißt du, zeitgenössisches Geschehen und so.
Ja. Geschrieben wurde sie von Michael Taylor und Regie führte Felix Enriquez Alcala. Ich glaube, den hatten wir schon einmal. Der spanische Name kommt mir bekannt vor. Ja, ausgestrahlt als Film. Und zwar ist das ein 81-Minuten-Film. Wenn der jetzt wirklich nach der dritten Staffel produziert wurde, ist das ja tatsächlich im Nachhinein geschehen. Ich hätte nämlich gedacht, sie haben da noch irgendwie Sachen verwertet, die sie nicht in den normalen Episoden eingefügt haben, aber scheinbar nicht. Das kann ja trotzdem gut sein. Kann trotzdem sein, das stimmt. Wo ich noch drüber gestolpert bin, ist, dass es auch noch Razer-Flashbacks gibt. Die habe ich mir jetzt nicht angeguckt, ihr vielleicht auch nicht. Nee. Wusstet ihr überhaupt, dass es die gibt? Nein. Das sind wieder solche Webisodes gewesen. Ist mir auch bei der Recherche jetzt erst aufgefallen. Und das sind alles Flashbacks mit dem jungen Adama. Denn es gibt in Razer gibt es hier auch so Flashbacks mit dem jungen Adama. Und wahrscheinlich ist es da so, dass sie da zu viel gedreht haben oder noch was übrig haben und das haben sie dann noch als andere Flashbacks rausgehauen. Ja, einzuordnen ist die Folge Razer zwischen der Episode Staffel 2 Nummer 17, The Captain's Hand, oder beim Zylonsender 33, Tiefluft holen. Da ging es um die Diskussion, ob Abtreibung weiterhin erlaubt ist, weil die Präsidentin das verboten hatte. Es gibt auch in diesem Film hier einmal eine ganz kurze Referenz darauf. Mhm. Und also zwischen dieser Episode und der Episode Staffel 2, Episode 19, also zwei Folgen später, Lay Down Your Burdens. Das ist die Endepisode der Staffel 2. Bei uns Zylonsender 35, Thanks Adama. Also das ist die Episode, in der letztendlich die, sie heißt ja nicht Six, aber die Six, die auf der Pegasus gefangen war, die Atombombe zündet und dann später Neu-Caprica besiedelt wird. Ja, und da rein passt jetzt diese Zwischenfolge, bei der es hauptsächlich um die Pegasus geht. Und das Ganze setzt sich so zusammen, dass Lee Adama, und ich bin jetzt schon bei der Zusammenfassung, dass Lee Adama die Pegasus übernimmt als Major. Er wird zum Major befördert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und übernimmt die Pegasus. Und es geht darum, was da passiert und was früher so auf der Pegasus passiert ist. Denn es gibt ziemlich viele Flashbacks und die basieren eigentlich alle oder einige davon basieren auf Erzählungen, die wir schon gehört haben. Zum Beispiel hat ja irgendwann mal der erste Offizier erzählt, dass Admiral Kane einen Zivilistenkonvoi ausgeschlachtet hat. Und das sehen wir hier unter anderem. Also letztendlich nimmt diese Episode, geht nochmal ins Detail von Sachen, die wir bis jetzt nur auf der Tonspur gehört haben, sozusagen. Und dann geht es aber auch noch in dem größeren Handlungsstrang darum, dass das Geheimnis so oder ein Geheimnis aufgedeckt wird, wie die Zylonen zu dem geworden sind, was sie heute sind. Mhm. Ja, damit möchte ich es eigentlich auch erstmal mal lassen. Weil kurz einhaken, es wird zum Commander befördert. Zum Commander, genau. Nicht zum Major? Commander. Nee, Major macht er seine XO. Ah, genau. Genau, das können wir noch mal erwähnen, denn es gibt hier eine Person, die es bis jetzt noch nie gab, glaube ich zumindest. Jo. Und das ist? Kendra Shaw. Kendra Shaw. Und die wird sozusagen extra sozusagen als Hauptfigur hier eingeführt in dieser Episode. Kleiner Wortwitz. Kendra Shaw. Kennt man schon. Ja. Kennt man schon. Kennt man ja. Noch nicht. Ach so. Ja, und diese Person war mal erster Offizier. Nee, das stimmt gar nicht, oder? Die war nicht erster Offizier. Gelogen, ja. Genau. Sie war Navigationsoffizier, oder? Irgendwie so in der Richtung, ja. Dafür ist sie hingekommen, zum Springen. Genau. Sie hat das gemacht, was Gator macht auf der Galactica. Sie ist dann aber später mal befördert worden. Deswegen dachte ich jetzt. Ja, der erste Offizier ist ja recht schnell ja, aber dann war ja Fisk erst. Ja, befördert worden ist sie ja erst unter Lee. Also genau. Vorher ist sie, so die war ja im Prinzip so die Starbuck von der Pegasus.
von ihrem Verhalten her, weil sie einfach sich die ganze Zeit schwierig gegenüber ihren Vorgesetzten verhalten hat, nachdem Kane weg war. Ja, du musst ein bisschen lauter sprechen, Phil. Okay, werde ich beherzigen. Ein bisschen motivierter. Aber es ist so warm. Genau, und später in der Jetztzeit sozusagen unter Lee wird sie dann 1-0. Genau. Erstmal. Gut, fangen wir doch an vorne. Also, es geht eigentlich genau mit dieser Kommandoübernahme los. Ja, Lee hält ja da so eine Ansprache an die Crew der Pegasus und ich habe vergessen, was er genau gesagt hat, aber ich weiß auch genau, dass ich dachte, guter Start als neuer Commander, erstmal hier alle zu beleidigen. Ja. Weil er irgendeinen Kommentar ablässt davon, wie schlimm das hier nicht bisher mit alles mir gelaufen ist. Ja. Ja. Ja, also er sagt ja sowas wie, ab jetzt wird hier sich alles ändern. Das meinst du wahrscheinlich. Ja, und er hat da auch irgendeinen Satz, in dem er so einen Kommentar ablässt, dass das halt in der Vergangenheit alles nicht in Ordnung war. Aber jetzt, wo er da ist, wird das alles gut werden. Und dann wird er denen zeigen, was geht. Großes Zwang ist aufgehoben. Ich habe dann auch kurz überlegt, ob so eine Ansprache eigentlich ab jetzt wird sich alles ändern, ob das ist ja meistens irgendwie negativ, aber vielleicht ist das hier auch tatsächlich positiv für die Crew. Weil was man so kennt und was man später auch noch sieht, war das ja nicht so toll. Ja, aber es ist schwierig, wenn du irgendwo hinkommst, als vor allem noch so, als irgendwie Papas kleiner Junge, der jetzt ein neues Spielzeug kriegt und dann den Ton setzt, ich zeige euch jetzt mal, wie das geht und mit mir wird das jetzt alles gut, weil in der Vergangenheit habt ihr alles falsch gemacht. Also ich fand auch, die Betonung war halt so, ich mache alles besser und nicht, ich habe eine andere Philosophie. Das hätte man... Ja, und das kann man ja so oder so verpacken, finde ich. Und er hat ja, klar, genau, er hätte es besser verpacken können. Auf mich hat es einfach... Auf mich, also wäre ich da gestanden, hätte das, glaube ich, sehr arrogant auf mich gewirkt. Denn er hat ja, wie nachher seine neue 1-0 sagt, die Schlüssel zum neuen Auto vom Papa gekriegt. Ja, genau. Und so gebärdet er sich irgendwie auch am Anfang bei dieser Rede. Ja, weil da sagt er ja zum Beispiel auch gleich, dass Starbucks sein neuer Kack ist. Und das wirkt schon alles so wie... Mit euch ist hier nichts anzufangen, deshalb deshalb müssen wir von der Galaktika euch mal zeigen, wie es geht. Auch wenn er da später natürlich das nicht so hundertprozentig durchzieht, indem er ja hier zu seiner 1-0 macht. Shaw, genau. Passt. Also er versucht ja dann schon so ein bisschen auf die Crew zuzugehen, aber der erste Eindruck war vielleicht nicht der beste. Na, das sagt er ja auch dann gegenüber ihr. Es gibt ja genau die Diskussion, Jan, du hast ja gerade schon gesagt, Schlüssel vom Papa bekommen und so weiter, sagt sie ihm ja direkt. Weil da gibt es ja dieses Gespräch zwischen Shaw und ihm. Und er macht sie dann genau aus diesem Grund ja auch zum 1-0, weil er sagt, wir brauchen was Beständiges, wir brauchen etwas, was auch die Pegasus repräsentiert. Und das... Ja, klar. Dazu sucht er sie ja aus, weil er A, aus ihrer Personalakte nicht schlau wird, weil sie eben unter Admiral Kane Belobigung erhalten hat und unter den folgenden zwei Kommandanten der Pegasus eben mehrere Disziplinarverfahren und so weiter in ihre Akte hat bekommen lassen. Und in die Küche versetzt wurde. Genau. Und da denkt er eben, kenne ich, habe ich gute Flagge Erfahrung mitgemacht. Aufrecht oder weiterzuführen, so nennt er es ja auch. Er widerspricht Kanes Philosophie eindeutig, aber um die Crew beisammen zu halten, braucht er jemanden, der Kanes Erbe weiterführt und warum dann nicht die Person, die von ihr belobigt wurde. Sie ist ja quasi ich hatte den Eindruck, so die Ziehtochter von Kane. Während der Zeit auf der Pegasus. Ja, und die beiden, mit denen sie nicht zurechtkam oder die sie dann schlecht haben dastehen lassen oder wie auch immer, waren dann Fisk, der ja der Nachfolger war. Und nachdem Fisk tot war, war es ja dann Garner. Und Garner ist ja da gab es ja dann auch diese eine Folge, der eigentlich der Maschinist war und völlig überfordert war mit Menschenführung. Ja, und Fisk
war einfach ein Schwarzmarkthändler, ein egoistischer, sich bereichernder Kerl, aber kein Soldat. Mhm. Und Adama meint sie ja, der hätte schon mal Potenzial gegenüber diesen beiden anderen. Das sagt sie am Anfang gegenüber irgendeinem Crewmitglied noch in der Küche dann, gell? Und haut sich dann irgend so eine Spritze in den Hals. Wo ich so dachte, was wird Mario dazu sagen, wenn man sich immer wieder dieselbe Nadel in den Hals haut, ohne was da irgendwie zu desinfizieren oder sowas. Oder die mal sauber zu machen. Wird einfach mal raus ins Vakuum gehalten. Am Anfang sieht man auch die ganze Zeit, weil das Ding ja Razer heißt. Wieso heißt es eigentlich Razer? Können wir gleich mal drüber sprechen. Aber in dem Intro, während sie dann so reden oder sie dann hauptsächlich redet, dann sieht man die ganze Zeit, wie sie mit diesem Messer auf der Hand rumspielt. Mit diesem stumpfen Messer. Was natürlich nicht stumpf sein sollte, aber in Wirklichkeit natürlich stumpf war. Ja. Das ist einfach eine fette Hornhaut, deswegen. Das kann auch sein. Aber ich fand das cool mit dem Messer, weil da hast du wirklich eigentlich alles gesehen, was wir in der zweiten Staffel gesehen haben auf der Pegasus, wie alle da verrecken irgendwie, die Kommandanten. Ja. Also ich fand das schon cool gemacht. Das war halt nochmal ein guter Rückblick. Toller Flashback. Ja, ja, genau. Da hast du eigentlich wirklich gesehen, wie es zugegangen ist auf dem Schiff. So als wäre es irgendwie verflucht, da stirbt irgendwie jeder Kommandant. Genau, und wir können ja jetzt auch mal gleich dazu übergehen, wie denn Shaw auf die Pegasus gekommen ist, denn das war ja noch zu Friedenszeiten. Da gibt es nämlich jetzt gleich den Rückblick. Während die Pegasus nämlich in den Werften bei Scorpia liegen, genau, da kommt sie nämlich neu an Bord und wird dann gleich von Kane zur Sau gemacht, weil sie irgendwie 6 anstatt 5 Minuten zur Brücke gebraucht hat oder so. Genau, und Kane hat zu dem Zeitpunkt ja noch einen komplett anderen XO, also den kannten wir ja quasi noch gar nicht. Richtig. Wir haben zwar von ihm gehört, aber wir kannten ihn noch nicht. Und das ist nicht Hoshi, gell, sondern ein anderer. Ein anderer. Weil Hoshi gibt's ja später noch und den XO nicht. Nee. Das ist, glaube ich, der einzige Crewname von der Pegasus, den ich mehr merken kann. Ich auch. Ich hatte die ganze Hoshi. Zeit gedacht, ob es noch einen Hoshi gab auf der Galaktika. Aber den Hoshis gibt es überall. Ja, genau. Das ist ein Droide, so ein Modell wie Bishop. Hoshi, machen Sie das sauber. Wasch das. Genau, das ist eigentlich der Ursprung aller Zylonen. Ja, genau, der XO, den wir noch nicht kennen, ist immer so, also ich habe das Gefühl, er ist so ein bisschen zurückhaltend gegenüber, aber es stellt sich ja hinterher heraus, dass sie das ja gar nicht ernst meint. Ja, naja, ich glaube, die meint das schon ein Stück weit ernst, die will schon den Ton setzen so für, ja, ich erwarte also viel von meinen Leuten. Dass diese Einführung eben meiner Meinung nach nicht nur so ein kleiner Scherz jetzt von der Führungscrew hier war, sondern dass da schon auch ein bisschen System dahinter steckt, weil Kane eben klar machen möchte, was das hier für ein Schiff ist und die da gleich den richtigen Ton setzen will, dass sie hohe Anforderungen hat an ihre Crew und dass es einfach straff geführt ist, dass sie immer das Beste erwartet von ihren Leuten. Egal, worum es geht. Also auch, wenn es nur darum geht, irgendwie vom Hangar ins CIC zu kommen, dann hast du auch das so schnell und so effektiv wie möglich zu machen. Ja, und dass das auch inszeniert war, sieht man auch, weil ja als, ich glaube, Hoshi bringt dann, wie heißt sie? Verdammt. Shaw. Das weiß man doch. Weiß man Shaw. Hoshi bringt dann Shaw weg. Und dann grinst der XO. Dann grinst nämlich der XO Kane so an und sie sagt dann so, das war das Morgenmahl. Das erste Frühstück. Also sie hat da so ein typisches Militärding abgezogen, um da erstmal die Grenzen zu zeigen, ja. wo sie jetzt hier sind. Also das, was du sagst, Phil. Um sie einzunorden. Hätten auch Adama und Tai machen können, sowas ähnliches. Ja, aber ich glaube, das ist nicht so Adamas Stil, das so zu machen. Das ist eher Thai-Stil.
Tai hätte das mit Tai gemacht. Ja, Tai hätte das gemacht und Adama wäre die ganze Zeit nur nebendran gestanden. Er wäre der Good Guy gewesen. Ne, der Grinsen, genau. Hätte vielleicht seine Brille abgenommen und die einmal an der Uniform geputzt. Und dann hätte er gemerkt, dass ein Knopf fehlt. Ja, und das haben wir gar nicht angesprochen. Auf dem Weg zur Brücke trifft Shaw ja eine Sex, deren Namen ich vergessen habe, die sich irgendwie vorstellt, aber die ja auf der Pegasus Gina. Als Netzwerkfrau arbeitet. Ja. Administratorin. Und ich bin mir fast sicher, dass Jan und ich neulich uns irgendwie uneinig waren. Ich habe gesagt, die hätte eine andere Frisur als Six. Und Jan, du hast gesagt, die hätte die gleiche Frisur. Nee, die meinte ich nicht. Ich habe dir doch, in der Folge waren wir doch. Ich habe dir auch zwei Screenshots da gezeigt. Okay. Und du hast gesagt, oh Mist, das muss ich aus der Folge rausschneiden. Okay. Ich meinte auf jeden Fall Gina. Schon wieder was schneiden. Ja, kannst du mal schön hochscrollen im Slack. Ich höre die ganze Zeit wieder abgehakt. Was? Das muss ich rausschneiden. Genau, schneid alles raus. Nein, ich meinte auf jeden Fall Gina. Sie hat ja ganz eindeutig eine eigene andere Frisur. Hat ja sogar rot gefärbte Haare. So, ja, aber Karotten. Als du das gesagt hast, da waren es beides mal diese blonden. Okay, ich meinte aber Six Gina. Frauen. Das ist schön für dich. Das freut mich. Weil Gina ist okay. Die Six, die hinterher die Atombombe zündet. Jo, genau. Also das ist jetzt noch, bevor sie in Gefangenschaft geraten ist, weil wir kennen das ja, als sie in dieser Zelle war, misshandelt. Und jetzt scheint ja noch alles gut zu sein. Für sie. Aber dann sogleich gibt es eine Explosion und es findet ein Angriff statt. Hoshi und Sean werden da niedergeschlagen, keine Ahnung, von der Explosion. Und Kane kommt dann irgendwann vorbei und rüttelt Shaw wieder zurecht, die irgendwie ganz benommen und panisch da sitzt und bringt sie eben wieder dazu, ihren Dienst zu verrichten, denn sie werden angegriffen. Und das ist das, was Kane schon erzählt hat, als es das Treffen mit der Galaktika gab, dass sie nämlich in der Werft angegriffen wurden. Ja. Ja, also das genau. Ist der Zylonenangriff. Der Zylonenangriff, genau. Sozusagen der Start der Serie jetzt aus Pegasus Sicht. Genau. Und dann geht es eben gleich darum, dass sie wegspringen wollen. Da wollte ich nur sagen, das hat mir visuell super gut gefallen, irgendwie diese Werft mit den ganzen fetten Halteklammern, die an der Pegasus dran sind. Ja. Auch den Anflug auch von Shaw in dem Raptor, wie die sich dann so drehen und quasi in den unteren Hangar reinfliegen. Das war cool gemacht. Also ich finde, da haben die, das macht Battlestar Galactica eh besser als viele andere Science-Fiction-Weltraumserien. Die spielen viel mehr mit den drei Dimensionen des Raums, in denen man sich bewegt. Ja, das zum einen, und zum anderen hat man da wirklich mal wieder ein gutes Gefühl dafür gekriegt, was für gigantische Dinger das einfach sind. Also wie riesig so ein Kampf, ja. dass diese Bezeichnung Kampfstern auch nicht von ungefähr kommt, weil das wirklich einfach massive, riesige Schlachtschiffe, Flugzeugträger, was auch immer, sind. Genau. Die sind hier alle schön festgezurrt an ihren Landestellen und haben natürlich keine Chance, sich zu wehren. Ja, und die haben wahrscheinlich auch alle ihr Netzwerk-Update schon bekommen, weil die Pegasus wird hier gerade nachgerüstet. Aber da ist das Netzwerk noch nicht aktiv und das ist der einzige Grund, warum die Pegasus überhaupt noch abhauen kann. Weil sie erzählen ja, der wie heißt noch der eine Typ, der Shaw zum Quartier bringt? Hoshi. Oder ist das, ja, Hoshi, glaube ich, erzählt ja, dass man mit einem Passwort eigentlich die ganze Pegasus steuern könnte mit dem neuen System, aber das wird gerade erst nachgerüstet und ist noch nicht aktiv. Und das ist eigentlich, also das ist meine Interpretation, der Grund, warum die Pegasus überhaupt noch abhauen kann. Ja, genau. Das war ja auch der Grund, warum die Galactica überhaupt so gut durchgekommen ist, weil die ja so alt ist. Ja. Und die eben das Glück hatten, dass ja, das bei denen noch nicht aktiv war. Ja, genau. Das findet Shaw ja später auch raus, dass da irgendwie so ein Backdoor oder so ein Virus drin war in diesem Code. Und dann sagt sie ja auch, wir sollten es nicht einspielen oder sowas. Was ja auch Sinn macht.
Dann sagt noch Kane so, dass das ihr Metier wäre und sie das entscheiden soll. Aber das ist erst, nachdem sie gesprungen sind. Ja, das ist, nachdem sie gesprungen sind. Weil vorher springen sie ja quasi blind, weil der NAV-Computer ja komplett ausgefallen ist. Und mussten dann ja quasi einfach springen und wissen auch nicht, ob sie jetzt in einem Stern landen, einem Planeten oder sonst wo. Das war ja wirklich einfach nur... Wer muss dann Star Wars denken? Ich nicht. Ich schon. Ich auch nicht. Was? Das war doch das Star Wars-Zitat. Wir könnten in eine Sonne springen oder sowas, sagt sie doch. Oh, der Weltraum auf ihrer Seite ist. Ja, weil es einfach viel mehr leeren Raum gibt als vollen Raum. Wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, in eine Sonne zu springen. Kürzen wir diese Szene ab. Sie springen. Punkt. Ja, aber es waren ja auch Atomraketen auf dem Weg. Wären sie nicht gesprungen, wären sie explodiert. Also es gab eh nur eine 50-50 Chance, das ist eh wurscht. Wenn wir dort sterben im Stern oder jetzt hier bei der Raketen, ist auch schon wurscht. Ja, wären sie auf jeden Fall gestorben. Ja, also die Szene war jetzt auf jeden Fall kein Beweis dafür, dass, oder kein Beispiel dafür, dass Kane so ein unfairer, harter Anführer ist, sondern das war ja tatsächlich vernünftig zu sagen, sicherer Tod oder eventuell Tod nehmen wir eventuell. Ich finde auch, das hat richtig entschieden. Fand ich auch. Ich finde dass Kane allgemein in dem Film gar nicht so durchgängig böse dargestellt wurde, wie ich das jetzt eigentlich erwartet hätte, sondern dass da schon relativ viele Szenen dabei waren, in denen sie relativ nachvollziehbar gehandelt hat. Ja, also oder zumindest mit einem, oder ja klar, nicht nur, aber halt eben, es gab doch immer wieder Szenen, wo man zumindest nachvollziehen konnte und sie eine Motivation hatte, die mehr war als ich bin halt einfach ein grausamer Mensch, sondern der nachvollziehbare Gründe hatte. Konnte schön nachvollziehen ihre Entwicklung oder ihren Wandel, weil am Anfang hat sie ja dann noch gesagt, alles in Ordnung. Okay, sie hat dann Sean gleich voll die Backpfeife gegeben, wo du denkst, vielleicht hätte Hirntrauma, aber einfach erstmal schön einen reinballern. Aber dass sie sich dann eben auf diesem Pfad festgelegt hat und nachher wieder besseren Wissens auf und, dem ja, bleibt. Und ja auch gegen ihre eigenen Worte teilweise. Also genau. Du hast ja völlig recht mit dem, was du sagst, dass man da so zuschauen kann, wie sie nach und nach irgendwie ihren Kompass verliert oder halt sich total versteift auf diesem, wir sind im Krieg und dem wird alles untergeordnet, wie sie auf dem Weg irgendwie alles rechts und links dann irgendwann aufhört wahrzunehmen. Sie hält sich quasi nur noch daran fest, an diesem einen Fakt und richtet alles, was sie handelt, darauf aus. Und da hat sie am Anfang halt die Wahl, sollte sie es so machen oder spätestens später, wenn die zivile Flotte treffen, hätte sie die Wahl. Also es gibt mehrfach Entscheidungen eben, die sie trifft und sie trifft Entscheidungen, glaube ich, immer auf Grundlage ihrer vorigen Entscheidungen und also geht immer quasi in die gleiche Richtung bei Abzweigungen. Und ja, wie du sagst, versteift sich dann eben auf die eine Möglichkeit und die ist es, nur noch Rache zu üben und Krieg zu führen. So Guerilla-Taktiken, wie sie am Anfang sagt. Wo waren wir? Also die nächste Szene spielt ja dann, glaube ich, ein paar Tage später. Also die Pegasus hat den Sprung ja ganz offensichtlich überstanden. Die Leute darauf nicht so. Also irgendwas von, ich glaube, 20% oder 30% der Crew sind tot und sie haben quasi den größten Teil ihrer Viper und Raptors entweder verloren oder sie sind so stark beschädigt, dass man sie erstmal nicht reparieren kann. Das passiert doch nach ihrem ersten Angriff. Nee. Doch. Nein. Doch. Nein. Da passiert das nochmal. Nachdem sie diese komische Werftanlage, was eine Falle war, angreift. Ja, das kommt danach. Sie haben einen kleinen militärischen Sieg, also einen unbedeutenden taktischen Sieg für viel zu viel erkauft. Aber meldet er sowas Ähnliches nicht auch direkt am Anfang der Szene quasi nach dem Sprung, dass durch den Sprung quasi
Und durch den Angriff auf das Schiff auch schon so viele tot sind? Okay. Ich glaube, da war das eben erst, auch um zu unterstreichen, dass sie einfach nur diesen Weg gehen wollte, wo er auch ja gegangen ist. Und also ich bin mir da recht sicher, vielleicht haben die anderen auch noch was. Die anderen sind weg. Ah, vergiss, der Jan hat schon recht. Sie hält doch nur eine Rede nach dem Sprung. Wir haben das, glaube ich, gerade beide verwechselt. Ja, und sie sagt dann ja, was haben wir für Möglichkeiten? Sollen wir fliehen? Sollen wir versuchen zu überleben? Oder sollen wir eben kämpfen? Und dann nordet sie oder spürt sie die Crew ja ein, indem sie kämpfen. Fangen dann ja auch alle an zu rufen, so say we all, so say we all. Ja, so dass die Analogrede zu Adamas. Genau, nur dass Adama sich eben nicht dafür entschieden hat. Stimmt, ja. Fand ich aber trotzdem cool. Aber mir ist aufgefallen, dass dieses, das hoffen wir alle im Deutschen, oft überhaupt nicht passt, wie auch hier. Weil dieses, ja, das so hat nicht so einen all, schönen Klang. Ja, dieses so say we all ist ja irgendwie so eine Bestätigung. Ja, das wird auch ja. Das könnte klappen, so, aber naja. Ja, genau. Das ist noch nicht so sicher unterstützend. Genau. So. Ja, genau. Wir stürmen nach vorne und dann gewinnen wir. Oh, das hoffen wir alle. Mir ging es aber allgemein so, also weil die Privatkopie ja nur mit der deutschen Tonspur war. Videokassette. Ich fand ja die Videokassette. Ich fand das erstaunlich oft so, dass die Sprecher genauso emotional und motiviert gewirkt haben, wie ich vielleicht manchmal im Podcast bin. Also so, da wo ich mir dachte, so, naja, also ein bisschen mehr Energie, weil das ist jetzt gerade eine dramatische Szene. Das war gerade so abgehackt. Gut, wie geht's denn dann weiter? Ja, sie fangen an mit ihrem Guerillakrieg und die Späher haben irgendeine Nachschub, was auch immer, Lagerhalle, Zeug ausgemacht. Und sie fliegen die eben an, um die anzugreifen. Dann stellt sich heraus, ups, das ganze Ding ist ja viel besser gesichert, als wir dachten. Wir sind quasi 1:4 unterlegen. Und der XO sagt, sollen wir das wirklich machen? Wir sollten besser fliehen, ne? Also Kane hat ja bei ihrer Antritts- oder bei Einschwörungsrede gesagt, dass sie überleben werden und mit Guerillataktik kämpfen werden und so weiter und so fort. Und dann passiert jedoch, dass sie sagt, wir greifen an. Der erste Offizier führt den Befehl nicht aus, sagt, das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren oder sowas. Dann bittet sie um seine Waffe und man ahnt, was passiert, aber gehorsam gibt er ihr seine Waffe und sie schießt ihm in den Kopf, was die restliche Brückencrew schön für die bevorstehende Schlacht einschwört. Also, das war Ironie. Das ist ja auch genau die Szene, die Fisk später beschreibt, wenn er mit Tai trinkt in einer der Episoden. Und Fisk ist ja auch hier völlig entsetzt. Ja, sie verlieren ja nicht nur die ganzen Jäger, die sie jetzt nochmal extra rausschicken, sondern die Zylonen brechen ja auch durch die Verteidigung und entern das Schiff. Ja. Und fangen an, die Crew abzumurksen, weil wahrscheinlich auch nicht genug Marines an Bord sind, um ein komplettes Schiff zu sichern. Während dieser Kämpfe in dem Schiff trifft Shaw ja dann auf eine zweite Six, versteht erstmal nicht, was da gerade passiert ist und realisiert dann, dass sie das Gesicht ja schon kennt. Und versteht dann quasi sehr, sehr schnell, was hier eigentlich gerade passiert. Und lässt Gina dann auch sofort festnehmen. Genau, sie tötet die Kopie quasi, also die namenlose Six, legt die quasi vor die nächstbeste Überwachungskamera, rennt zum CIC und zeigt Kane die Leiche. Und die andere glücklicherweise direkt gegenüber von der Kamera liegt. Hat sie sie nicht so ein bisschen in Position gebracht? Ich dachte, sie schaut runter auf die Leiche, schaut dann nach oben und sieht die Kamera, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, aber ohne Kamera hätte
hätte. Hättest der Admiral wahrscheinlich nicht geglaubt, weil was wir bisher nicht gesagt haben, ist, dass die Six und der Admiral eine kleine Liaison haben. Genau. Das stimmt. Sie hatte sowieso nicht geglaubt, dass sie es angefangen hat anzusprechen. Erst durch die Kamera hat es wahrhaben wollen. Ja, und so ist Gina in die Zelle gewandert. Das erklärt auch, warum Kane so einen richtigen Hass auf sie führt. Ja. Das ist halt nicht nur damit begründet, dass die Zylonen die Menschheit fast ausgerottet haben, sondern dass sie persönlich, sie Kane, von einer Zylonin hinters Licht geführt wurde. Und auch noch, ja, betrogen wurde. Weil die beiden ein Verhältnis hatten. So ein bisschen wie bei Balta, nur kann sie sich besser lösen von Six. Ja. Stimmt, so ein bisschen wie bei Balta. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Nur ohne Genozid. Naja. Also nicht direkt. So ein bisschen halt. Bisschen Genozid. Genozidchen. Genau. Wird hier jetzt eigentlich nicht auch das mit dieser Software da angesprochen? Das wird jetzt ein Programm über das Schiff? Doch, hatten wir. Weil's nee, nicht. Also, ja, ich glaube, nein. Mario meint was anderes. Weil Regina hatte nämlich das Passwort dann erfahren von der Shaw. Genau. Und deswegen war es so leicht, dann für die Zylonen dann einzudringen und so, oder? War es nicht deswegen? Ja, weil sie wollen ja springen und immer mehr fällt aus. Und das liegt die eben Waffen daran, funktionieren dass, auch nicht mehr. Genau. Dass weil Shaw halt das Passwort gegeben hat. Weil sie hat ihr blind vertraut. Ich meine, eh klar. Vorm Angriff gab es eine Szene, die fand ich ziemlich cool, wo sie wirklich Wein trinken, so edel essen. Die Kane, Fisk, Shaw und auch Gina. Mhm. So die Elite quasi. Und Kane war irgendwie so, ich muss mal wieder nett sein, weil... Ja gut, das war jetzt aber eine, finde ich, so eine übliche Szene in irgendwelchen Kriegsfilmen, wenn du halt wo immer wieder doch mal gezeigt wird, wie halt die Offiziere leben. Also wenn das jetzt, keine Ahnung, auf einem U-Boot zum Beispiel. Ja, irgendwie die ganze Oktober. Die ganze Mannschaft die keinen Platz und kriegen dieses ätzende, ewig haltbare Dosenfutter. Den Offizieren geht es aber schon relativ gut. Ich glaube, U-Boot war jetzt kein so ein guter Vergleich, weil ich habe jetzt gerade an das Boot gedacht. Ich habe an Jagd auf Roter Oktober gedacht, aber eigentlich ist es genau das. Es ist doch ein U-Boot. Ja. Es ist halt ein sehr großes U-Boot. Draußen ist halt doof. Ja, aber es ist ja so. Die haben ja kein Fenster, gar nichts nach außen. Das ist ja auch das, was ich so mag am Battlestar Galactica. Diesen Take eben auf Raumschiffe, nicht so auf den Schirm. Und so ein Zeug. Hier und da ein Panoramafenster, sondern dieses beklemmende U-Boot-Gefühl. Und bei Jagd auf Rote Oktober ist es ja genauso. Das sind ja auch in der Offiziersmesse und speisen und sind fröhlich und dann wird die Tür zugemacht und sie besprechen ihr Komplott. Und dann wird der Politoffizier getötet. Achso, ja, das und war ziemlich sicher, bei das Boot gibt es auch so eine Szene, wo es den Offizieren zumindest besser geht. Genau, Phil. Ich habe keine Ahnung. Das ist ja jetzt auch ich will das jetzt ja auch gar nicht irgendwie kritisieren, sondern also ich will eigentlich nur sagen, dass es gar nicht so eine besondere Szene eigentlich mal ist, dass man die Führungscrew mit ein bisschen Alkohol und anständigem Essen sieht. Ja, ich fand's auch ganz gut. Ja, man hat's ja auch irgendwie so ein bisschen erwartet. Was ich mich auch jetzt frage, wir wissen ja, es gab ja Schläfer, Zylonen, so wie Boomer halt damals. War denn Gina jetzt auch ein Schläfer oder eher nicht? Oder wusste sie sich eigentlich die ganze Zeit? Weil das habe ich mich auch gedacht, dass sie eh die ganze Zeit schon Zylon war. Ja, sie hat das Genick gebrochen und die Waffe auf den Admiral ausgerichtet. Und sie hat, finde ich, sehr eindeutig das Passwort weitergegeben oder eben selbst die Pegasus manipuliert. Ja, für mich sind das alles sehr deutliche Indikatoren, dass sie ja ein Agent war, kein Schläfer. Nein, es hätte doch sein können, dass sie erst beim ersten Angriff auf die Werft erst aktiviert wurde. Ach so. Ja, da, vielleicht. Ja, dann, dass alles davor ist, dann sehr müßig zu diskutieren. Da jetzt am Ende auch keinen Unterschied.
Gut, jetzt ist Gina auf jeden Fall mal weg vom Fenster. Mhm. Und so langsam nähern wir uns auch dem Ende von den Rückblenden an, oder? Es gibt dann noch diese Rückblende, in der diese Kolonie, dieser Konvoi ausgeschlachtet wird. Genau, davon hat man ja auch gehört, quasi in der Staffel damals. Das wurde ja erzählt, dass sie eine Reihe von zivilen Schiffen ausgeschlachtet und die wichtigen, nützlichen Leute quasi entführt hat und den Rest der Menschen zurückgelassen hat. Auf Schiffen, ja, die sich nicht verteidigen können. Den einen von den, also den Anführer sozusagen, von dem einen Schiff, der war doch auch in der Serie schon gerade irgendwann mal vor, oder? Das war der Deckchef, Deckchief von der Pegasus. Ja. Ja, und es passiert quasi genau das, was auch in der Hauptfolge quasi erklärt wurde, dass sie sozusagen die Leute zwingen, an Bord zu kommen, weil sie sonst deren Familien erschießen würden. Ja, und man sieht da eben nur, wie Shaw dabei steht und es zu eskalieren droht und dann im nächsten Moment eben blutüberströmte oder ja, Leichen mit Löchern im Kopf und sie wird von unten so angefilmt und hat die Augen geschlossen, das Gesicht abgewendet und man hört nur Fisk sagen, es ist zu Ende oder irgendwie sowas, weil das, was hier passiert ist, das haben alle mitgekriegt und jetzt wird es keinen Widerstand mehr geben. Und man vermutet eben, dass sie gekniffen hat und Fisk den Auftrag ausgeführt hat von Kane eben. Echt? Familie zu töten. Vermutet hat man sie nicht geschossen? Wollte ich gerade sagen, vermutet man wirklich, dass sie gekniffen hat? Weil sie das ja auch die ganze Zeit, man sieht ja immer wieder diese Rückblende. Ja, genau, aber man sieht ja nicht, dass sie schießt. Das sieht man ja erst später. Ich habe zuerst gedacht, dass sie da gekniffen hätte. Du meinst, man sieht später schon, dass sie schießt, aber jetzt denkt man es. Genau. Ach so. Ah, okay. Jetzt gerade nicht und dann wird später, also mir wurde später dann erst klar, was eine Bitch, deswegen ist sie so auf Drogen und so weiter. Weil sie nicht damit zurechtkommt, was sie getan hat. Genau, genau. Ja, das ging mir auch so, dass ich am Anfang dachte, dass sie dann nicht mitgemacht hat. Auch hier ist ja Fisk wieder ganz entsetzt und will das ja nicht tun und hat aber Angst vor Kane, weil er fragt ja nochmal bei Kane nach und ist dann wieder ganz entsetzt, dass dieser Befehl kommt und führt ihn dann aber aus, weil er nämlich gesehen hat, was mit dem letzten ersten Offizier passiert ist. Genau. Und das passt auch gut zu seinem Charakter, zu seinem egoistischen Charakter, der ja später, als er XO ist, sehr hervorsticht. Dieses auf den eigenen Vorteil und den eigenen Reichtum bedacht sein. Und jetzt überlebt er eben auch, wenn andere sterben. Ja, genau. Und dieser Redelsführer, oder wie soll man das? Nein, das klingt so negativ. Der, mit dem die reden. Sprecher. Der Sprecher, genau. Das ist ja, glaube ich, dieser Maschinenspezialist, oder? Den wir auch schon kennen. Mhm. Genau, Peter Laird. So heißt er? Ja, so hat er sich zumindest vorgestellt in der Serie. Ich weiß nicht, ob der Name hier geil, im Film Ben auch genannt könnte wurde. Jeden Namen sagen. Das ist schlimm, ne? Ich kann sowas nicht vergessen. Joachim, ich kann mir sowas merken. Ah ja, genau. Das ist doch der diese grüne Jacke mit den blauen Socken anhatte. Ich stelle mir gerade jemanden vor, der eine grüne Jacke mit blauen Socken anhat. Und nichts weiter. Genau. Den würde ich mir auch merken. gut, dass ich gar nichts anhabe. Es ist ja auch heiß. Dafür gibt es ja auch Podcasts. Genau. Genau, ohne Bild. Und ohne Hose. Gibt es immer eigentlich schon Podcast ohne Hose? Bestimmt. Ich glaube, das ist der älteste Podcast-Witz überhaupt ohne Hose. Den müssen wir nicht auch noch machen. Ja, den kannst du auch auf alles anwenden, auch auf Webconferences und so weiter. Trägst du oben Sakko, Hemd, Schlips und untenrum nichts. Ja, mache ich ja auch so. Wie war das mit den Witzen, müssen wir nicht auch noch machen? Es hat sich aber so schön gereimt, deswegen musste ich sagen. Gut, komm, haben wir denn sonst noch was in diesen Flashbacks? Flashbacks von den Pegasus sozusagen? Shaw wird für die ganze Aktion, glaube ich, befördert noch am Ende. Dafür ist die Beförderung, okay. Ja, genau. Und sie bekommt und, sie ja? nicht das Messer?
Ich weiß nicht mehr. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sagt sie, sie ist quasi zu Kanes Razor geworden. Also sie ist quasi ihre Klinge. Und deswegen heißt der Film wahrscheinlich auch einfach so. Ah, ja. Du bist mein Rasierer. Rasier mich. Venus. Endlich kommen wir in die Gegenwart. Also für uns zurück ist es ja eigentlich die Vergangenheit, aber jetzt ist es die Gegenwart. Oh mein Gott. Die Zukunft der Vergangenheit kann die Gegenwart sein. Du hast den Doktortitel, du musst das erklären. Morgen ist der Tag vor übermorgen, also gestern. Das hat schon Majestex gesagt. Okay. Ja, geh mal zur Gegenwart oder zu Commander Lee Adama. Genau, er hatte ja diese Rede gehalten, hatten wir schon drüber geredet. Shaw war davon ja nicht ganz so begeistert und hat sich ja dann stattdessen lieber nochmal eine Spritze gesetzt. Auch das hatten wir schon genannt. Es gab irgendeine Szene, das fand ich ganz lustig, ich weiß nicht mehr was, das war irgendeine Trainingssession. Und da hat sie, glaube ich, nachdem sie XO geworden ist, einen Teil der Crew so angeschissen und dann meinte, glaube ich, Adama zu seinem Sohn, dass er anscheinend einen, also nicht einen schlimmeren, aber einen fieseren XO gefunden hat als er selbst. Ja, als sie die Waffen zusammen hat bauen lassen mit dem fehlenden Schlagbolzen. Augenbinde. Ja. 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 Und dann den einen Anwärter oder was auch immer auf dem Marine-Posten sagt gerade, funktioniert die Waffe? Ja, Sir, dann schießen Sie doch auf meine Brust. Und als es dann nur Klack macht, sagt sie nochmal. Ja. Ja, sie ist tough. Ich war kurz weg. Wir sind jetzt in der Gegenwart, richtig? Genau. Yes. Ja, wir sind jetzt im Jetzt. Dann bekommt Adama Junior ja seinen ersten eigenen Auftrag von seinem Paps. Und das ist irgendwie eine Aufklärungsmission, retten beziehungsweise gucken, was da schiefgegangen ist, oder? Ja, es ist ein Raptor, glaube ich, verschollen und sie schicken den modernsten Kampfstern der zivilen Flotte, um den einen Raptor zu suchen. Weil die Galactica ist ja immer noch das wichtige Schiff. Ja, da sind die Charaktere drauf, die Namen haben und Sprechrollen. Ja, aber irgendwie, also auf dem ersten Moment erschien mir das so ein bisschen bescheuert. Auf der anderen Seite, denke ich, ist das ganz klug eingefädelt vom alten Mann, eben als so eine erste Mission, nicht sonderlich gefährlich wahrscheinlich, um das neue Schiff ein bisschen, die Crew, die neue Crew mit dem neuen Commander aufeinander einzutakten. Das habe ich mir auch gedacht. Er hat sich einfach was Einfaches rausgesucht, das man eventuell auch schnell erledigen kann, damit die Crew ein Erfolgserlebnis mit ihrem neuen Kommandanten hat, damit die sich mehr zusammenschweißen dadurch. Das wäre ganz lustig. Das habe ich mir nicht gedacht, aber das klingt ganz gut, ja. Wenn er den Raptor mit der Crew einfach dahin geschickt hätte, wartet mal einfach hier. Versteckt euch. Tut, wenn die kommen, so als wäre euer Motor kaputt. Und dann kommt dann alles SOS. Anders. Bitte rettet uns. Wir haben schon viermal dasselbe Autoquartett durchgespielt. Wir kennen alle Karten auswendig. Wir haben nur noch Vorräte für 3 Monate. Battlestar-Quartett. Das Battlestar-Quartett. Es gibt nur 2 Pegasus Karten. Gewonnen. Pegasus gewonnen. Ja, wie du schon sagst, es kommt anders, als sie gedacht haben. Denn es werden plötzlich Schiffe auf dem Dreadis angezeigt. Nee, Moment. Eine Viper-Patrouille fliegt raus und die entdeckt dann die feindlichen Fighter quasi. Aber das sind halt Schiffe, die wir noch, also die wir schon kennen, aber die Charaktere in der Serie noch nicht kennen. Die sehen nämlich sehr bekannt aus, ähneln nämlich den Jägern, die tatsächlich im ersten Zylonenkrieg genutzt wurden, die wir ganz am Anfang im Pilotfilm in diesem Museum gesehen haben. Ja, aus der alten. Die wir auch gesehen haben, als wir in alten, aus der alten Serie, genau. Wir kennen die quasi. Alten Film geguckt haben. Ja. Genau, aber man hat großartig. Die ja tatsächlich auch schon in der neuen Serie gesehen, in diesem Museum, dass sie da in dem Landeportor da aufgebaut hatten. Und das war aber auch so ein schönes, was irgendwie normale Situation zwischen, also die diese Crewbildung gezeigt hat, wenn Starbuck eben mit einer Pilotin von der Pegasus auf Patrouillenflug ist oder auf Erkundungsflug und die beiden sich so ein bisschen unterhalten und dann sing doch was für mich und so weiter und so fort. Das fand ich ganz nett gemacht. Und dann zurück in CIC, wenn Shaw da
über dem Tisch grübelt und mit dem Messer, ich glaube, da ist in der Szene mit dem Messer so ein bisschen Blut wegkratzt. Boah, da bin ich wahnsinnig geworden, als sie mit dem Messer auf dem Glas rumgekratzt hat. Das jute Gorilla-Glas. Nein, so ekelhaft, wie wenn man ja mit dem Messer über eine Tafel kratzt. Ja, mit Fingernägeln auf der Tafel, genau. Ist es dann, wenn jetzt Starbuck zurückkommt, regt sich doch Starbuck voll auf, weil Jean die Flak-Batterien losfeuern lässt. Genau, genau. Was auch gut ist, wie Lee nachher sagt. Mhm. Aber dann, weil er lässt eher so defensives Feuer ganz vorsichtig, achtet auf unsere Piloten und die Piloten kommen dann eben näher, aber die unbekannten Jäger holen eben auf und dann sagt Jean, automatisches Feuer, kurzer Perimeter und damit sind dann eben auch die eigenen Viper im Feuerbereich. Kommen aber beide gut in den Hangar rein, zusammen mit einem der Jäger, der sich eben ja von den alten Zylon-Modellen herausstellt. Wo dann auch nochmal schön mit den, ich mag das, wie die Viper eben konstruiert sind mit diesen Steuerdüsen und dass die sich so flexibel drehen können. Das ist auch so toll gemacht im Weltraum. Auch wenn die ganze Zeit immer die Hauptantriebe anhaben, was ich nie kapiere in Science-Fiction-Filmen, aber trotzdem. Cool. Beschleunigen cool. Halt ununterbrochen, die werden immer genau. Gegen den Widerstand von ja, Sachen. Was? Ich glaube, die haben die gar nicht immer an, oder? Die glühen halt nur noch so ein bisschen. Also, aber wenn die Schub geben, wird das ja nochmal richtig. Ja, das schon. Also vielleicht vertue ich mich da auch. Aber in anderen Science-Fiction-Filmen und so weiter sind die Antriebe irgendwie immer an. Bei den X-Wings. Ja, bei Star Wars. Aber ist ja auch ein Märchen. Genau. Habt ihr jetzt schon über diese Wächter-Zylonen gesprochen? Nein, Wächter? Mm-mm. Habt ihr nicht? Naja, diese nee, alten Zylonen halt. Hin. Okay. Also du kannst jetzt genau einsteigen. Ich glaube, Boomer weiter den Rest ein, dass es diese alten Zylonen-Modelle gibt, die sich damals irgendwie der Abschaltung entzogen haben von den alten Modellen, weil eigentlich sollen die alle gar nicht mehr aktiv sein. Deren einzige Aufgabe ist, glaube ich, war so die ersten Hybrid-Zylonen zu bewachen. Und anscheinend gibt es da noch so eine ganze Gruppe, die das einfach weiterhin tun. Und die mit den modernen Zylonen jetzt auch gar nicht irgendwie direkt zusammenarbeiten, sondern da so ihr eigenes Ding durchziehen. Oder? Das war schon so, dass die nicht... Ja. Dass da keine Koordination stattfindet. Das fand ich ein bisschen komisch. Das so ein bisschen in Vergessenheit ja, das halt geraten. Das ist halt ein bisschen bequem. Also das ist halt so eine... Ja, wir brauchen ja jetzt schnell noch irgendwelche Zylonen, aber so in die normale Serie wollen wir nicht reinpfuschen. Und da gibt's halt da so diese kleine Sekte, die da ihr eigenes Ding durchzieht und die mit dem Rest gar nichts zu tun haben. Und dann kann man da so ein kleines Gefecht machen, ohne dass es irgendeine Auswirkung auf das große Ganze hat. Ja, und man kann gleich noch anknüpfen, dass Adama, das sagt er nämlich dann sofort, dass er die schon kennt. Mhm. Genau, weil er selbst als junger Mann eine Mission quasi geflogen ist, wo er auf die eben auf die ein oder andere Weise getroffen ist. Und da gibt es dann auch ein Flashback zu. Genau. Und ich fand den Schauspieler, den sie da genommen hatten, der sieht sowohl Adama ein bisschen ähnlich als auch Apollo. Das ist gar nicht so schlecht ausgewählt. Mhm. Und ich war kurz überrascht, wie gut die Stimme von dem zu der von Adama passt, bis mir dann wieder klar geworden ist, dass ich ja die deutsche Synchro gucke und dass es da ein bisschen einfacher ist. Das ist wieder der von König der Löwen war, Scar oder wie? Ja, genau. Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass das dann der gleiche Synchronsprecher war. Ich habe gelesen, dass der Schauspieler, der den jungen Adama gespielt hat, die Staffel 1 und 2 an einem Stück angeschaut hat, damit er sich auf die Rolle vorbereiten kann, wie der Adama nämlich schon in der Serie war, also der Edward James Olmos. Gebingewatcht.
Da hat er sich aber exzessiv vorbereitet für seinen 2-Minuten-Auftritt. Es gibt ja noch Episodes. Ich ja, genau. Sagen, der hat okay, da hat er sich aber exzessiv vorbereitet für seinen 10-Minuten-Auftritt. Ja. Und es gibt ja auch noch einen Film über Adama, als er jung war. Ist das dann der gleiche? Ich glaube, das ist eine gute Frage. Habe ich nie gesehen. Also ich google es nicht, dann bricht hier alles zusammen. Ich bitte nicht, du lass es sein. Weil redet weiter, ich guck mal. Genau, auf jeden Fall, das ist dann so, dass das war eine Geheimmission irgendwie auf der Galaktika, erzählt Adama. Und sie haben da auch so einen Außenposten, also ein Geheimlabor von den Zylonen eben infiltriert. Und genau das rausgefunden, dass die Zylonen offensichtlich so ein Hybridprojekt haben, um mit Menschen irgendwie so ein, ja, wie so die Borg halt irgendwie. Sie haben da irgendwie Menschen gefangen genommen und bauen da so arbeiten dran, menschliche Körper nachzubauen. Genau, was ja offensichtlich auch geklappt hat. Alles ziemlich fieses Zeug, was da so dargestellt wird. Diese Arme, diese auflösende Haut ja. Und so weiter. Mhm. Dieser Hybrid, den hört man da doch auch schon sprechen, oder? Als ja, wir den jungen Adama sehen. Irgendwie alles ja. Ist hier, wie auch immer. Ich hab's wieder. Ich fand es nur interessant, dass dieser Hybrid, also weil, wenn ich das richtig verstanden habe, ist dieser Hybrid ja ein sehr viel früheres Hybridmodell als die Hybriden, die wir schon kennengelernt haben. Genau, oder? Genau. Schon. Ja. Warum ist dieser frühe Hybrid so viel klarer im Kopf? Weil er so weise ist. Als die später. Also weil der kann ja ganz normal reden. So, das ergibt ja sogar. Naja. Das ist ja ach sogar so. Nachvollziehbar, was meinst der von sich gibt. Meinst du mit Hybriden, die im Wassertank liegen, die ja. So, ja, genau. Oh, genau. Ja, weil die wahrscheinlich, die weil er an kein Basisstern so ganz, angeschlossen ganz, ist. Ganz woanders. Ach so, ja, wahrscheinlich kann er einfach nicht so aber viel außer da rumliegen und sagen, all das ist schon einmal geschehen. Nee, aber der unterhält sich ja dann später mit Sean richtig. Also das ist ja ein richtiges Gespräch. Ja, aber ich denke, es geht eher darum, wenn du ihnen die volle Kontrolle gibst, dann wissen sie auch nicht, was sie dann tun. Und die Hybriden, die neuen halt, die Mädels im Tank, ich glaube, sie haben ja nicht die volle Kontrolle. Die sind halt ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen zurückgeblieben im Geist. Weil es den anderen Zylonen zu gefährlich war. Ich denke mal schon, weil der ist ja doch, also ich finde das schon gefährlicher, wenn er schon mehr reden kann. Ja, ja, ich habe mich einfach nur gefragt, warum das frühere Modell so viel weiterentwickelt wirkt als die späteren. Aber ja, das kann natürlich sein, dass sie einfach nur... Aber da habe ich einige Theorien dann gelesen. Ich habe mich nämlich dann gegoogelt letzte Woche nach dem Film. Der ist sehr interessant, der Charakter eigentlich. Ja, okay. Aber lass hören. Ach so, naja, ich weiß nicht, ob es auf der DVD dann auch beantwortet wird, weil ich habe das Bonusmaterial noch nicht durch. Man hat nämlich dann angenommen damals, er spricht ja von, also die Zylonen sprechen immer von ihrem Gott. Und er selber sagt ja auch im Film, meine Kinder glauben, ich sei Gott oder irgendwie so. Und deren Gott, irgendwie so in der Richtung sagt das ja. Und da hat man geglaubt, das ist ja wahrscheinlich der erste Hybrid gewesen, also der erste, also ihr Gott, der das halt weiterentwickelt hat mit den Hybriden, bla bla und mit den Menschen. Und dass daher so dieser Monotheismus bei den Zylonen kommt, oder was? Ja, aber dann gab es ein Interview mit den Machern und die haben gesagt, ja, es gibt schon einen Gott, die haben einen Gott, aber es ist nicht der. Er steht anscheinend nur in Kontakt mit diesem Gott. Ist nur der Papst. Aber ja, genau, sowas. Ja, wirklich, ja. Aber mehr sind es halt nicht drauf näher eingegangen, leider. Aber ich habe wirklich gegoogelt. Ich fand ihn nämlich sehr cool im Film. Weil nicht so, weil die neuen Hybriden sind so, die labern irgendwas. Und da musst du jedes Mal Pause drücken, um das zu mal realisieren. Was hat er gesagt? Ja, die neuen Hybriden sind genauso wie diese Hybriden in dem Tom Cruise-Film. Ja, genau. Minority Report. Yeah. Minority Report. Die liegen ja auch in den Wassertanks. Ja, die sehen genauso aus und reden genauso. Genauso wirres Zeug, ja. Und der sagt ja auch ziemlich, der hat viele Phrasen von ihm, das sind so Dinge, die geschehen sind in der Serie, die er erwähnt, oder die noch geschehen werden. Und das ist halt versteckt in den Botschaften, die er vor sich gibt manchmal. War das irgendjemand Bekanntes? Nee, oder? Der Schauspieler? Ja, weil der so alt war. Manchmal sind das ja dann irgendwie so Stars, die man die ihre letzte Rolle spielen. Oder so. Letzte Rolle. Okay. Keine Ahnung. Okay. So wie hier der bei Star Wars. Der Temple Lane. Okay. Der Adama-Schauspieler war übrigens nicht der gleiche wie in dem Film. Oh, verdammt.
Aber jetzt Dexter mitgespielt. Wer jetzt, der Adama-Schauspieler oder der Alte? Ja, der Adama-Schauspieler. Der Alte war in Stargate anscheinend irgendwas mit... Meister Pratak? Nee. Nein, das war ein anderer. Den habe ich neulich irgendwo gesehen, ich weiß nicht mehr wo, aber ich habe die ganze Zeit überlegt, wer ist das? Und auf einmal dachte ich, ja, das ist doch Meister Pratak. Da war der nämlich noch jünger. Pratak. Da war der noch jünger und hatte nicht so eine ovale Melone, so ein Siegel auf der Stirn. ich glaube, das war beim ersten. Ich weiß es nicht mehr. Macht nichts. Egal. Der hat bei X-Factor mitgespielt, der Alte. Ah. Nein, wie heißt das? X-Files? Ich weiß es nicht. Ich habe noch mal eine Frage wegen diesen Hybriden. Sind jetzt die in den Wassertanks wirklich Menschen, die irgendwo mal gefangen oder gekidnappt haben? Oder sind das die Nachkommen davon? Das sind schon gezüchtete oder gemachte Mischdinger halt zwischen Zylon und Menschen. Also, aber noch mal was anderes als diese menschlichen Zylonen. Da wollte ich drauf hinaus. Das sind keine. Also, weil das sind Zylonen in Menschenkörpern. Ja, okay. Und das ist aber halt auch keine echte, es ist schon echte Haut, oder? Aber die haben halt, die glühen halt beim Sex und so, die Wirbelsäule. Mhm. Okay. Weil das ist ja kein echter menschlicher Körper, halt. Das ist irgendwie an irgendwas angeschlossen. Im Wasser. Genau. Das sehen wir ja, glaube ich, nicht, schon nur in Konzeptzeichnungen. Und noch in der ersten Staffel, da war ja auch Starbuck in diesem Krankenhaus, in dieser Klinik, und da ging es ja auch um diese Hybriden. Eine Geburtmaschine, oder? Ja, genau. Hm. Also es hat ja irgendwie auch damit was zu tun, dass sie Menschen gefangen hatten. Achso, nein, die wollten sowas wie Hera haben. Kind von einem Zylon und von einem Menschen. Hera ist ja wieder was anderes. Aber ist das nicht auch ein Hybrid? Ja, es gibt habe ich auch was gelesen. Aber natürlicher. Ach so, weil genau. Das jetzt wieder... Das war ja das große Wunder, dass das einfach so funktioniert. Genau. Ja. Weil das wollten sie erreichen und nicht wieder erschaffen. Aber hier, ja, das ist eigentlich auch ein Hybrid. So gesehen. Nur nicht so ein Hybrid. Ja. Okay, oder haben wir alle hybriden Formen geklärt? Gut, so, also jetzt haben wir, also was macht er jetzt eigentlich? Husker heißt ja der junge Adama, das ist ja sein Callsign, Husker. Er jagt jetzt den Laden in die Luft, oder? Ja. Echt? Ich weiß gar nicht, was dann passiert. Ich kann mich nur noch erinnern, dass er doch die Durchsage kriegt, hier, wir haben jetzt Friedensvertrag, sag uns mal, wo du bist, genau, damit wir dich abholen können. Genau. Er kommt raus und dann fliegt gerade so ein Basisstern der Zylonen weg. Ja, genau, war er nicht in dem Basisstern drin, der vergraben war, und er kann gerade noch flüchten, bevor der startet. Und der Basisstern nimmt dann quasi alles mit, was er da unten gefunden hat. Alle Beweise, Experimente gab. Der kommt aus irgendeinem Gebäude raus. Ja, ich dachte so ein bisschen an The Thing. Ich dachte an... Ja, genau, wie so eine Forschungsstation in der... Dann sind die Schatten einfach in der Antarktis. Genau, auch vom Mars. ja, genau, vom Mars. Wir haben dann noch mal kurz angehalten, haben noch mal geschossen. Das war schön. Wir können jetzt fliegen. Kleinen Moment. Gut, dann hätten wir das auch. Genau, das war Huskers Rückblick. Und zu diesen Rückblicken soll es eben auch in diesen Webisodes noch mehrere geben. Ich glaube, die habe ich schon auf meiner DVD oben. Ich meine, da sieht man nämlich, dass er an Bord von diesem speziellen Basisstern war und dann auch quasi diese Labore gefunden hat, wo sie experimentiert haben. An Menschen. Was nochmal? Entschuldigung, nochmal? Habe ich wieder geruckelt? Nö. Nein, Entschuldigung. Ich wollte es nochmal hören. Also ich meine, man sieht in diesen Webisodes, dass er quasi dieses Gebäude oder halt unter der Erde war, und das war tatsächlich wohl dieser Basisstern, der vergraben ist, und er hat da drin dann eben die Experimente gesehen, die da an Menschen durchgeführt wurden, und konnte sich dann quasi noch im letzten Moment an die Oberfläche retten, bevor der Basisstern eben wegfliegt. Das sieht hier aber ganz anders aus. Also, weil der steht hier vor dem Gebäude und sieht den Basisstern. Vielleicht ist er da ja rausgekommen. Oder das Gebäude ist nur so eine Fassade. Das dahinter das drunter ist einfach nichts. Da drin ist alles leer. Genau. Oder das ist noch ein zweiter, der irgendwann anders wegfliegt. Statt. Na gut, so viel zur Rückblende.
Auf jeden Fall haben sie jetzt wegen Adamas Rückblende, also wegen seinem Wissen und dem Wissen, was sie durch den Raptor bekommen haben, haben sie jetzt eben, wollen sie jetzt einen Plan aufstellen, dieses Ding da, dieses, was auch immer das ist, dieses Schiff zu zerstören. Genau, weil dieser Starbuck hat ja einen Jäger abgeschossen, der geborgen werden konnte, und da haben sie dann irgendwie die Sprungdaten oder so extrahieren können, irgend sowas, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall wissen sie, wo sie hin sind, genau. Genau. Und sie gehen halt davon aus, dass ihre eigenen Leute, die sie ja immer noch nicht gefunden haben, auch da in der Nähe sind. Aber jetzt kommt der Admiral selbst an Bord. Der Imperator kommt hierher. Aber du behältst volle Befehlsgewalt. Zumindest solange es mir passt. Wie immer, wenn ein Admiral ja auf dein Schiff kommt. Genau, es sind nur Kriegsberichterstatter. Und dann springen sie zu diesen Koordinaten. Und dann sollen Starbuck und Sean zusammen eine Mission durchführen, nämlich irgendwie eine Bombe an Bord dieses Schiffs zu bringen. Genau, die bringen quasi eine Atombombe mit. Wieso schießen die nicht einfach eine Atombombe drauf? Weil die Crewmitglieder sind. So viele Jäger haben. Ja, weil sie die abfangen können. Da reden sie sogar irgendwann drüber. Später ja, aber am Anfang ja noch nicht so, als Überraschung. Ja, aber Gefangene? Ja, gut, aber wahrscheinlich ist die Schlussfolgerung. Mario, du hast recht. Die wollen Gefangene holen, genau. Der Österreicher hat recht. Wie die Leute in seinem Keller. Da würden wir ja auch nicht einfach mit einer Atombombe rein. Gefangenen kennt er sich erst aus Marios Keller rausholen. Ja, Mann. Ja, genau, weil da sind nämlich diese Raptor-Gefangenen, genau. Ich meine, ich hätte auch die Atombomben geschickt, weil das waren, glaube ich, wie viele? 2 oder so? Ich meine, es kann sein, dass die anderen schon getötet worden sind, weiß ich ja nicht. Aber für 2 opfert man jetzt sowas? Also, No man left behind. Ja. Man opfert lieber 4, um 2 zu retten. Auch diese Diskussion gibt es ja noch. Ja. Das ist nämlich dann diese Geschichte, wenn du volle Kontrolle behältst. Ja, und genau. Also und was ich aber richtig fies dann fand in dieser Situation war, dass da eben, dass Adama sagt, ja, nein, ich entscheide jetzt, wir retten die. Und dann 2 Minuten später, als es darum geht, wer von dem Team jetzt zurückbleiben muss und sterben muss, sagt er, ja, nee, es ist ja deine Mission. Das musst schon du jetzt entscheiden, wer das stirbt. Ich bin hier nur Gast, also ich misch mich da nicht ein. Danke, Vater. Das ist mir auch gefallen. Das war schon echt mies. Das war schön. Oh. Ach Gott. Schade, dass Adama da nicht, der junge Adama da nicht einfach so komisch geguckt hätte, so, hä? Ist das jetzt dein Ernst? Ja, ich habe das aber tatsächlich anders verstanden. Ich glaube, ja? dass Apollo auch noch die Möglichkeit gehabt hätte, alle rauszuholen. Der hätte nicht entscheiden müssen, jemanden da zu lassen. Also ich sag mal so, wenn das gewesen wäre, was Adama gewollt hätte, dann hätte er das ja gesagt. Dann hätte er gesagt, das ist deine Pflicht und wir müssen die alle wieder rausholen. Wir lassen auch niemanden zurück und so. Ja, nee, also jetzt ist sie oder sie oder. Also, nee, ich habe das schon so verstanden, dass es seine Entscheidung ist, das überhaupt zu tun. Nicht nur auszuwählen, wen. Ja, komm, also wenn er 2 Minuten vorher sagt, nee, also jetzt hör mal auf mit dem Kinderkram hier, so kann man das nicht machen, wir machen das zack, 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 so funktioniert das. Und dann wieder sagt, nee, also, kannst du mir nicht erzählen, ja, dass er dann der Meinung war. Ja, wir können ja nochmal einleitend sagen, worum es überhaupt geht. Das haben nämlich unsere Hörer noch gar nicht mitbekommen. Es geht darum, dass irgendwie die sind alle drüben während der Rettungsmission und der Funkkontakt bricht ab. Und nachdem der Funkkontakt mindestens 3 Sekunden abgebrochen ist, will dann Lee entscheiden, sie sind alle tot, weil der Funkkontakt ist abgebrochen. Und er will dann eine Atomrakete losschicken. Und da sagt Adama dann, stopp, so nicht. Wenn hier jemand Atomraketen losschickt, dann bin ich das. Genau. Und dann Dann geht es ja so ein bisschen voran und dann kriegen sie ja die Nachricht von denen, wir haben zwar hier diesen Sprengkopf noch da, aber das funktioniert alles nur, wenn den jemand manuell auslöst. Ja. Ja, das gibt Starbuck ja, oder Shaw, ich weiß nicht, wer es durchgibt, ist ja auch egal. Und das ist ja dann der Moment, wo Adama wieder zu Lee sagt, ja, also hier, nicht meine Entscheidung. Da sagt er nämlich dann auch noch, jetzt bringt es nichts mehr, eine Atomrakete abzu,
schießen, weil zu viele Jäger, weil die würden die sofort abfangen, genau. Ja. Hättest du die doch mal vorher abgeschossen. Du Trottel. Junge. Ja, aber ich habe schon so verstanden trotzdem, ich bleib dabei, dass es halt seine Entscheidung war, nicht nur auszuwählen, wer da jetzt sterben muss, sondern er hätte auch sagen können, wir hauen alle ab. Ja, natürlich hätte er das sagen können, aber es ist jetzt nicht so, als würde sein Vater ihn irgendwie so leicht in als würde er irgendeine Präferenz. Ja, ja, klar. Äußern. Das Ganze ist. Sondern es ist ja schon so, naja, also wenn du sagst, die wir eh nicht leiden können, wenn die da bleiben muss und sich umbringt, dann naja, Soldat und so. Du wirst dich ja wohl nicht für Starbuck entscheiden. Ja, was er dann aber tut. Ja. Was ich da dann noch seltsam fand, war überhaupt die Entscheidung von Apollo. Das war nicht Apollo-like, fand ich. Ja. Also dieses Atombomben abfeuern. Das wäre eher etwas, was Adama gemacht hätte und Apollo hätte versucht, ihn dran zu hindern. Ja, das fand ich auch. War ein bisschen seltsam. Ich habe mich dann aber schnell von der Komik der Szene dann doch unterhalten lassen. Ja. Und letztendlich schafft es dann aber Starbuck doch, weil nämlich die schon angeschossene Shaw dann sagt, ich mach das, weil sie hat auch immer wieder diese Szenen vorm Auge, dass sie diese Leute erschossen hat. Genau, da wird ja jetzt so drauf hingearbeitet, dass sie das nie aufgearbeitet hat, dass sie da dieses Massaker zumindest mit zu verantworten hat. Und sie zwingt ja dann auch Starbuck so unter vorgehaltener Waffe zu gehen und sie zurückzulassen, um dann bei dem Hybriden beichten zu gehen. Genau. Und sich von ihm anzuhören, dass Starbuck der Untergang der Menschheit ist. Ja. Ja, das ist wieder ein bisschen doof. Du hast sie gehen lassen. Wo ich dann aber denke, ja, genau das ist der Grund, warum ist nach Staffel 2 überhaupt keinen Sinn macht. Aber und das ist, glaube ich, das mit den letzten 10 Minuten gemacht. Wäre das ein schlimmer Spoiler gewesen? Nee, aber es würde aber auch nicht so. Naja, aber es gibt dem Ganzen einen ganz unterschiedlichen Tar. Weißt du, wenn er halt sagt, die ist der Untergang der ganzen Menschheit und dann verschwindet Starbuck auf einmal in diesem Sturm, dann bist du, hä? Ich hätte das eher für wertvoll gehalten, das vorher zu wissen. Also das hätte dem nochmal einen neuen Drive gegeben, finde ich. Ja, also das hätte ihm auf jeden Fall nichts weggenommen. Gerechnet, dass sie wiederkommt. So hat man ja erstmal gedacht, sie ist tatsächlich tot. Sie wurde ja auch aus dem Vortrag raus. Ja, von wegen, kein Mensch hat doch doch, alle haben das gedacht. Es war ja so oder so jetzt nicht glaubwürdig, dass sie einfach so Knallauffall verschwindet. Und ich kann auch nicht so ganz verstehen, was einem fehlen würde, wenn man das jetzt vorher gesehen hätte. Ich würde, glaube ich, so viele Sachen bewerten im Hinblick war, das ist bestimmt mit dieser Prophezeiung verknüpft. Das ist bestimmt ja, mit aber, dieser aber, Prophezeiung aber verknüpft. Aber das wäre doch nur im Interesse der Serienmacher, dass noch viel meinst mehr das. Das weiß ich nicht, weil wenn sie dir Gedanken machen kannst. Und wenn es, also sagen wir, sie haben eine Situation und da soll sie einfach menschlich reagieren und dann sagst du, aha, auf einer Comic-Con sagst du dann, aha, das habt ihr so und so gemacht wegen der Prophezeiung. Sagen die, nee, eigentlich nicht. Wir wollten nur beleuchten, dass sie sich mal ordentlich einen hinter die Binde kippt. Das Witzige ist ja dadurch, dass die Serie ja jetzt offensichtlich wirklich erst später gedreht wurde als die zweite Staffel, haben wir ja eben am Anfang gehört, haben sie wahrscheinlich ja auch dann schon mehr gewusst, als sie gedreht haben und haben deswegen die Sachen auch überhaupt nur reingebracht. Ja, das denke ich auch. Ja, es ist müßig, darüber nachzudenken. Also ich hätte es viel eher verstanden, wenn es hier irgendwas gegeben hätte mit den kürzlich aufgedeckten Zylonenmodellen. Also wenn es da irgendwelche kurzen Momente gegeben hätte, wo du vielleicht Anspielungen oder irgendwas hast, was dir ansonsten diese Überraschung vielleicht weggenommen hätte. Der Hybrid erwähnt es nämlich eh, dass schon bald vier erwachen werden, ohne Wissen irgendwie von ihrem Leben. Das ist nämlich auch eine Anspielung auf die letzten Zylonen. Okay. Der macht nämlich nonstop Anspielungen auf Dinge, die schon passiert sind in der Serie. Das mit Leoben und Kerl zum Beispiel und alles mögliche.
Ja gut, Anspielungen zu machen auf Dinge, die schon passiert sind, ist ja auch einfach. Anspielungen zu machen auf Dinge, die noch nicht passiert sind, das ist ja in ja, die das mit den Zylonen auch. Sind, meint er. Ach so. Ja, nein, aber ich meine, hätten Serie wir noch jetzt, nicht passiert sind. Hätten wir den Film jetzt nach Staffel 2 gesehen, dann hätten wir auch erfahren, dass schon bald die letzten Zylonen bekannt gegeben wären, weil die werden sich dann irgendwie daran erinnern. Ja, das wäre jetzt aber ein Teasing, was auch gut in die Serie passt und was dir auch nichts wegnimmt, sondern nur so. Also, ich fände beides ziemlich cool. Okay, ich hätte es jetzt auch nicht so schlimm gefunden, die vorher zu sehen, aber. Ist doch egal, wir konnten es nicht vorher sehen. Doch, hätten wir gekonnt. Wieso? Nein, du hast die DVD erst danach gefunden. sorry, ich war auch bei Staffel 2, sorry. Ja. Was ich aber noch cool fand, was gesagt hat, der Hybrid, dass das alles schon einmal passiert ist und dass es immer und immer wieder passieren wird. Das sagt er öfter, ja. Genau. Ja, das scheint aber zu sein. Ich finde es cool. Aber? Gab es immer so Verzeihung mit Ross, also wie Rossin das gesagt hat, in dieser Pyter-Rolle, Pergamentrolle, keine Ahnung, dass es schon mal passiert ist und dass es wieder passieren wird? Ja, doch, das war so eine Prophezeiung auch, genau. Und der sagt das halt auch. Aber die Zylonen sagen das ja auch alle immer. Oder? Das ist ja jetzt nicht der erste. Der eine. Ja, nee, Six sagt das doch auch Leoben. Immer. Ach so, ja, Leoben sagt das. Leoben sagt es ja. Ja, da sieht man auch, dass der alte Hybrid auch schon irgendwie drauf, also besessen, weiß nicht, ob es eine Besessenheit ist, aber schon drauf fixiert war eben. Aber nochmal weitergetragen. Aber nochmal, um deutlich zu machen, was er jetzt sagt, wo wir eben drüber gestritten haben oder uns unterhalten haben, ob das jetzt wichtig oder ein Foreshadowing ist. Er sagt ja, Starbuck sei ein Vorbote des Todes oder sowas, oder? Sowas in der Art. Irgendwas mit Apokalypse oder so. Und genau, irgendwie ein... Bringt den Tod oder so, ja. Genau. Reiter der Apokalypse. Und irgendwie nicht, man soll ihr nicht folgen oder so. Irgendwie auch sowas, glaube ich, hat auch gesagt. Ja, in jedem Fall, dass Starbuck der Untergang der Menschheit ist. Ja. Ich fand, ganz kurzer Einschub, ich fand übrigens die vier Reiter der Apokalypse bei Good Omens sehr, sehr gut. Ja. bis auf Pest. Ist gemein gut. Ja, Pest ist, hat sich überholt, wurde ersetzt durch Umweltverschmutzung. Durch Umweltverschmutzung. Ja, typisch Terry Pratchett. Okay, zurück. Ja, genau. So, dann kommt nämlich noch der Funkspruch dann von Shaw. Und sagt dann wieder doch noch irgendwie, Achtung, Starbuck ganz böse, und dann reißt der Funk wieder ab. Und das ist ja irgendwie. Also entweder ist der Hybrid wirklich sehr durcheinander oder diese Warnung war doch nicht so ganz ernst gemeint. Ja, aber vor allem, was soll denn jetzt Apollo und Adama denken? Die müssen doch jetzt irgendwie denken, dass Starbuck, die ja eigentlich tot sein sollte, doch jetzt irgendwie lügt, oder? Nachdem sie zurückkommt. Ja, und es wäre irgendwas Komisches, also genau, weil sie eben die gesamte Nachricht nicht bekommen. Mhm. Sie sagt ja nur, es gibt eine wichtige Neuigkeit bezüglich Starbuck, und dann bricht es ab und dann kommt Starbuck zurück. Also eigentlich müssten die dann sehr, sehr misstrauisch sein. Misstrauisch sein, wie du sagst. Also eine Person, die sie noch nicht so lange kennen, die jetzt Gefangene auf einem Schiff, der Zylonen ist, gibt einen Funkspruch durch, ihr dürft einer eurer besten Soldatinnen nicht mehr vertrauen. Da wäre ich jetzt sehr zurückhaltend, wie ernst. Ja, oder also, aber sie fragen Starbuck ja auch nie. Ja, das sind die beiden Adamas. Also was du weißt doch, was für ein Verhältnis die zu Starbuck haben. Ja, aber es ist auch Starbuck. Ja, eben. Die ist zwar durchgeknallt, aber ich glaube, keiner von den beiden hat damals zweifelt eine Sekunde dran. Nein, aber mit ihr könnten sie so Sachen bereden. Das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich nicht, dass du sowas mit Starbuck ruhig und gelassen diskutieren kannst. Aber wenn du sagst, das sind die Adamas, dann kannst du sie ja mit einschließen. Sie gehört doch zur Familie. Ich sehe das Problem nicht auf Seiten der Adamas, da ein ruhiges Gespräch drüber zu führen. Ja, aber das Problem. Aber vor allem glaube ich halt nicht, dass die überhaupt eine Veranlassung sehen, darüber zu reden, weil es halt offensichtlicher Unsinn ist aus deren Welt, weil das einfach, weil das
Das Problem ist einfach, dass es nicht gezeigt wird, dass es überhaupt keine Reaktion darauf gibt. Ja, genau. Es hat keine Relevanz. Aber ich verstehe immer noch nicht, was du meinst. Das sind die Adamas. Dass alle beide total verfallen sind, Starbuck. Die würden nie im Leben, würden die davon ausgehen, dass das von Starbuck eine Gefahr für die Menschheit ausgeht. Das ist ein Gedanke, der kommt denen, das können die überhaupt nicht ernst nehmen. Okay, meinte ich das ähnlich, nur in anderen Worten, wenn ich sage, okay. Ist ja Familie. Ja. Der hat ja auch einen Schnurrbart. Genau. Genau. Ja, und dann zündet Sean auf der Welt. Sean, das Schaf. Sean. Zündet dann die Bombe. Und dann wissen wir auch, warum wir sonst in der Serie noch nie was von ihr gesehen haben. Richtig. Ja. Ja, weil sie da ja, nachdem sie sich noch eben, sie ja da jetzt einfach so ihren Endpunkt ja erreicht hat und dadurch büßt für die Sünden, die sie begangen hat und kann so was Gutes tun. Mhm. Ja, und weil sie letztendlich genau für diesen Film eben erstellt wurde, der Charakter. Ja, okay, das, ja, gut, so kann man das. Die Out-of-Character-Erklärung wäre das. Ja. Wir haben jetzt schon diskutiert wegen der Relevanz oder beziehungsweise wie wichtig es ist, den Film erst im Nachhinein zu gucken. Eigentlich schon, ja. Also ich finde es jetzt grundsätzlich eigentlich überhaupt nicht wichtig, den Film zu gucken. Also damit will ich jetzt nicht sagen, dass es völlige Zeitverschwendung ist. Man kann sich den ja schon angucken. Aber der ist jetzt in keiner Weise, also wenn man den Film nicht guckt, dann fehlt einem in der Serie, finde ich, nichts. Das ist alles irgendwie nette Bonus-Features, aber völlig, völlig irrelevant für den Haupt. Aber ich glaube, das ist bei allen solchen Filmen so, weil sonst wären sie ja Teil der Serie. Ja, ja, ja. Aber deshalb verstehe ich nicht eben, warum es da diesen Hinweis gibt mit, guckt es nicht schon nach der zweiten Staffel, weil es hat halt überhaupt nichts mit der Serie zu tun. Das ist völlig abgekapselt von der Serie. Das ist schon Hauptsache wegen Starbucks. Sag ich auch schon Starbucks. Starbucks. Nee, glaube ich auch, dass es wirklich diese letzten 10 Minuten sind. Weswegen man das nicht gucken sollte. Ja, aber, mich hätte es nicht gestört. Muss halt jeder für sich entscheiden. Ich hab's ja nicht vorher. Aber kann man halt erst entscheiden, wenn man es weiß. Ja. Ah, Mist, hätte ich das mal früher gesehen. Ja, aber du wusstest doch früher. Ja, aber Ist euch übrigens Tai aufgefallen? War der da? Oh, warum? Nee, ich glaub nämlich im nicht, Rückblick, dass er da war. Was, im Rückblick? Im Rückblick kam er vor. Ja, okay, aber nicht, der war nicht da. Das war höchstens Archivmaterial, oder? Ja. Aber die Stimme von Balta war da. Echt? Ja, der kam irgendwann in der Jetztzeit, hat man den im Hintergrund mal gehört, wie er irgend so eine Ansprache gehalten hat, wie schlimm Roslyn ist. Ja, genau. Das ist das, was ich auch meinte. Man hat auch irgendwann so eine Radionachricht gehört, dass gerade Proteste sind, weil Roslyn irgendwie Abtreibung verboten hat. Ah, das war aber immer ja eine Folge, oder? Ja, das war ja. Aber ich fand es immer schön, dass das Radio genutzt wurde, um ungefähr zu zeigen, wo es momentan ist während der Staffel. Weil es gab hier eine oder andere. Das ist ein ziemlich eleganter Weg, also viel, viel eleganter als zwei Charaktere hinzustellen, die sich darüber unterhalten. Also, ja. Weil das halt wieder so gezwungen, wenn du da zwei Leute stehen hast, sagen, findest du es nicht auch schlimm, wie diktatorisch Roslyn gerade ist? Ja, dieses Verbot von Abtreibungen ist furchtbar. Und dann geht's wieder weiter mit der normalen Handlung. Ja. Na gut. Haben wir was vergessen? Mir fällt nichts ein. Ja, so dieses Gespräch ganz am Schluss zwischen den beiden Adamas gibt's noch. Wobei das ja da jetzt auch nichts wirklich Wichtiges passiert. Da reden sie ja nur noch drüber, dass Shaw noch, ich weiß nicht mehr, befördert werden soll oder ausgezeichnet werden soll. Irgendeine Belohnung kriegt sie noch.
Und Lee ist irgendwie erst dagegen, weil sie war ja auch bei diesem Massaker mit dabei. Mhm. Ich weiß gar nicht, zu welcher Entscheidung sie dann kommt. Ich auch nicht, und ich fand dieses Gespräch auch völlig unsinnig, also völlig für den Zuschauer egal. Weil sie ist ja dann ist ja gut, dass ich jetzt mal ausnahmsweise so eine Szene in die Besprechung mit reinnehme, die völlig irrelevant. Ich habe mich tatsächlich gefragt, warum da jetzt so lange drauf rumgeritten wird. Man muss ja irgendwie das zum Abschluss bringen, diesen Charakter, der jetzt eingeführt wurde für den Film. Weil es ja hauptsächlich um sie ging, ja. Ja. Ja, okay. Das kann man dann nochmal so als Zusammenfassung sehen von, sie hatte ihre guten und ihre schlechten Seiten. Und sie war Razor. Und diesen dramatischen Schlusssatz irgendwie von Adama habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden, weil er dann ja noch sagt, irgendwie wir sind doch jetzt die irgendwie so die Geschichte bestimmen können. Das, was wir jetzt aufschreiben, ist das, was dann passiert sein wird. Was in Geschichtsbüchern stehen wird. Ach so, ja. Was aber normal ist. Ja, genau. Das war auch meine Reaktion. Was man aufschreibt, ist das, was hinterher dasteht. Ja, genau. Okay. Ging ja um Shaw. Es ging um Shaw. Du schreibst jetzt für dich hin, dass sie die alle, also dass sie den ersten Schuss abgefeuert hat. Oder schreibst du hin, dass sie halt eine Heldin war. Warum stellst du das dann so in diesen ganz großen Kontext? Das, was wir aufschreiben, kommt in die Geschichtsbücher. Das ist ja jetzt schon nochmal irgendwie groß aufgezogen und nochmal was anderes als, keine Ahnung, geben wir jetzt einem toten Soldaten noch einen Orden oder nicht? Ich glaube, das ist das Gleiche. Das ist eine Metapher für Aufschreiben. Weil dann habe ich diese Wortwahl vielleicht einfach überbewertet. Mhm. Ich glaube, das ist das Gleiche. Gab es eigentlich ein Intro? Das typische Galactica-Intro gab es nicht, oder? Ich glaube nicht. Das gab's. Ich hatte es auf meiner DVD. Dann war ich so auf den Rückblick konzentriert, bei dem ich diesmal wirklich aufgepasst habe, weil das teilweise so lange her war, dass ich das Intro dann zur mentalen Entspannung genutzt habe. Weißt du noch, Jan, ob da auch stand, wie viele Überlebende es gibt? Nee. Dann das sicher nicht. Weil? Nein, ich bin falsch. Doch, vielleicht stand es da. Ich habe mich vertan. Doch, es stand auf jeden Fall da. Warte, ich hab's gleich. Ja, so wichtig ist es auch nicht. 49.000 irgendwas. Da haben sie das wahrscheinlich tatsächlich so eingepasst, dass es nach dieser Folge eben. Mein Kurzweg, habt ihr darüber geredet oder darüber geschimpft, dass der junge Dame eigentlich das alles entdeckt hat und dass das irgendwie so unterm Teppich gekehrt wurde, ja, weil der Krieg jetzt vorbei ist? Wir haben nicht drüber geschimpft, wir haben es nur erwähnt. Okay. Er hat ja auch gar nicht so richtig geschnallt, was er da gesehen hat. Da waren halt so ein paar Arme. Ja. Das hätten die ja jetzt auch irgendeinen Gefangenen abschneiden können. Hätte auch Doom sein können auf dem Mars. Ja. Weiß man nicht. Also wir haben nicht drüber geschimpft. Wir haben das zur Kenntnis genommen. Okay, dann nehme ich auch mal zur Kenntnis. Okay. Sehr gut. Gut, wollen wir das auch bewerten oder lassen wir es bleiben? Ja, schon, oder? Ja, dann fangen doch mal an, Mario. 4, 5. Ach, die Zahlen, scheiße. 4, 8, 15, 16, 32, Quatsch. 4, 8, 15, 23. 16, 23, 42. Ja. Ja, aber nicht 4. Ja, also, ich kannte den Film. Hier gibt es 1, 2, 3, 4, 5 für die letzten 5. Haha. Sorry. Wow. Ja. Also, ich kannte den Film nicht. Den habe ich schon seit sicher, keine Ahnung, 8, 9 Jahren hier in meinem Kasten. Und jetzt habe ich das erstmal angeschaut. Ich fand ihn ziemlich, ziemlich cool. Was mich eher geärgert hat, war, das hätte man nicht ruhig in die Serie einbauen können, statt diesen blöden vielen Folgen, die wir jetzt mal vermehrt hatten in Staffel 2. Ich finde, das hätte schon reingepasst noch irgendwie. Okay, muss jetzt auch nicht sein, aber der Film allein an sich ist schon ziemlich cool. Mir hat er schon sehr gefallen. Die ganzen Flashbacks von cool. Kane mag ich sowieso, auch wenn sie nicht wirklich lang gekommen ist in der Serie. Aber ich mag eigentlich ihren Charakter. Shaw mag ich eigentlich auch irgendwie. Auch wenn ich es am Anfang irgendwie deppert fand. Irgendwie mag man sie dann doch am Ende. Die Sache mit den ersten Hybriden und diesen Wächter-Zylonen fand ich auch ziemlich gut.
Ich fand eigentlich sehr, sehr wenig schlecht, eigentlich. So gut wie gar nichts. Oh mein Gott, was gebe ich der Folge? 9 Punkte. 9? Das machst du ja fast nie. Mario. Ich habe nur geschaut auf dem Bildschirm, also nicht weggeschaut. Nicht weggeschaut. Das ist schon mal gut. Dann bin ich der Nächste. 9 gebe ich nicht, aber ich fand das auch, ich fand es auch gut. Also ich kannte es schon. Ich fand halt schön, dass man das, was bis jetzt so erzählt wurde von Fisk und so weiter, dass man das jetzt wirklich mal gesehen hat. Und ja, man muss natürlich sagen, dieser Charakter, der bringt uns jetzt nicht so viel, aber ich verstehe schon, warum der jetzt da war, weil man eben irgendwie einen Handlungsbogen für diesen Film brauchte. Und dieses Ganze, diese Erzählungen, die man jetzt von Kane und Fisk und so gehört haben, dass man die so dann einweben konnte. Also man braucht einen roten Faden und den hat halt dieser Charakter gemacht. Ich fand das alles solide und gut. Ich gebe 8 Punkte und ich will nochmal erinnern, das haben wir bestimmt schon gesagt, aber Admiral Kane ist Michelle Forbes und das war Rolarin in Star Trek Next Generation. Das war diese Bajoranerin, die in irgendeiner Staffel mal eine größere Rolle gespielt hat, weil sie Teil der Crew, der Brückencrew war. Ja. Der Nächste ist dann Ben. Ich, okay. Ja, ich meine, ihr habt das meiste ja schon gesagt, der Film bietet ja so gesehen nicht viel Neues, aber fächert halt das auf, was wir quasi schon kennen und gibt ihm eben mehr Masse und mehr Hintergrund. Und das fand ich eigentlich sehr interessant. Und deswegen habe ich ihn auch gerne gesehen. Ich habe den auch damals schon gesehen, auch in der gleichen Position quasi, wie wir ihn jetzt gesehen haben, nach der dritten Staffel. Und würde den auch immer wieder gerne gucken. Ich mag auch den Charakter Kendra Shaw tatsächlich. Es dauert ein bisschen, bis man mit ihr warm wird, aber ansonsten ist sie eigentlich ein ganz gut geschriebener Charakter dafür, dass sie ja quasi nur, weiß ich jetzt nicht, 70 Minuten, 90 Minuten Zeit hatte, sich zu entwickeln. Deswegen würde ich dem Film auch 8 Punkte geben. Kleine Sache noch, der Film hat die Produktionsnummern 401 und 402, also quasi die ersten beiden Folgen der vierten Staffel. Ah, okay. Dann Phil. Das war alles nett. also ich kann mir das gerne angucken. Das ist zwischendurch auch immer mal wieder ganz spannend. Bei den Charakteren kann ich euch zustimmen, dass ich die teilweise eigentlich ganz interessant fand und so, aber es ist trotzdem nur nett. Also es interessiert mich die ganze Zeit nicht, also es reißt mich nicht mit. So, das ist alles. Ja, einfach nix, was mich packt, weil es alles irgendwie dann doch keine Bedeutung hat. Das ist alles nett inszeniert und übrigens läuft gerade kurz eine Szene an mir vorbei, in der man Ty sieht. Also er kommt in der Folge anscheinend mal vor, auch wenn er nicht spricht. Das stimmt nicht. Doch. Nein, ich raus. ja, also netter Film, kann man gucken, kann man auslassen. 7 Punkte, weil es gut gemacht ist. Und zuletzt Jan, wieso bin ich eigentlich nicht der Letzte? Ich habe die Zusammenfassung gemacht. Verdammt, Jan. Selber schuld. ja, da, ihr habt so viel schon gesagt. Ich finde es, das, was Ben angesprochen hat, fand ich halt wichtig, weil mir kam die Pegasus am Anfang, wenn die vorkommt, so vor, puff, so ein bisschen Plastik. Da ist das neue Schiff und es ist so schnell wieder weg, dass man gar nicht viel kennengelernt hat von der Crew oder auch von dem Schiff selber. Wie ist es ihm ergangen davor? Was ist passiert? Das alles jetzt nochmal mehr im Detail zu sehen und auch den Wandel dieser Charaktere, wie sie dann schließlich werden, wenn sie in der Serie ankommen, also auf die Galaktika treffen, fand ich sehr cool. Ich würde es aber nicht gerne als Ersatz für in Anführungszeichen Füllerfolgen sehen, weil ich solche Füllerfolgen in Serien immer, was heißt immer, aber meistens schätze, weil sie dem Universum eben viel mehr Tiefe geben.
Und ich gebe dem bis vielleicht auf den Schwarzmarkt. 8. Es ist im Schiff. Okay, 8. Dann, ja, dann letzte Worte. Wer hat angefangen? Hm. Mario, oder? Mario. Ja. Hornhaut. Ja, ich sage, es ist deine Entscheidung. Will? Nein, Ben. Nein, ich. Schauen wir mal. Phil? Muss nicht sein. Doch, Phil. Das waren seine Das ist Fragen. Seins. Dann zuletzt noch Jan. Atomic Shaun of the Dead. Okay. Wow. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Das war eine Sonderfolge. Aus dem Urlaub. Aus dem Urlaub. Aus dem Urlaub. Drin waren, bitte ich das zu entschuldigen. Das liegt am blöden WLAN. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Also ich muss jetzt gleich gehen, ich möchte euch aber alle nochmal darauf aufmerksam machen, dass Mario kürzlich Blade Runner geguckt hat und dem Film 2,5 Sterne gegeben hat. Ja. Was? Mario dem ist alten raus. Dem alten oder dem neuen? Dem alten. Ich bin ihm direkt entfolgt bei Letterboxd. Ey, ist nicht schlechter Film. Aber es ist auch nicht so geil, dass man, keine Ahnung. Also das beste Film fort. Also du, ich sag's mal so, du funktionierst immer noch sehr zuverlässig für mich als Indikator für Filme. Ich muss ja sagen, ja. Das ging mir früher auch so. Ich fand früher Blade Runner auch nicht so gut. Das war aber noch zu Zeiten, als ich langsame Filme nicht mochte. Seit ich Vielleicht kommt Mario ja auch seit du der Pate geguckt hast, hat sich alles geändert. Seit Neo Noir Filme mag, ist Blade Runner super. Ja. Es kann schon sein, dass er mal wieder besser wird. So ist es ja nicht. Nur ich fand ihn jetzt halt beim ersten Mal, ich meine, er ist ja nicht scheiße, der Film. Ich fand ihn eh ziemlich unterhaltsam auch gut. Aber nee, ich sag ja nur, also, die Wertung, die da steht, sind halt 2,5 Sterne. Und das ist Durchschnitt. Das 2,5 sind Durchschnitt, ja. Brauchst du ja nicht dich rechtfertigen. Jeder, ich wollte dich jetzt mal eure Bewertungen anschaue, sind die katastrophal manchmal. Wenn das? Ja, das kann man das mögen. Auch als guter Indikator. Ich sag ja, das funktioniert schon meistens. Kannst doch nicht Jurassic World 2,4 Sterne geben, aber dann Blade Runner nur 2. Ja, aber ich Jurassic auch World immer Barbie Jurassic Star World Wars. 2. Jurassic World 2 ist natürlich auch kein langsamer Film. Was meintest du gerade, Mario? Das ist doch ein Schmarrn, was für ein Vergleich das gerade war. Hast du eigentlich den Director's Cut oder den... Was mit Barbie und Star Wars? Ja, ich vergleiche auch mit den neuen Barbie-Filmen. Es wäre jetzt unfair zu sagen, dass Mario Aquaman 5 Sterne gibt und Blade Runner 2,5 Sterne. Das wäre keine angebrachte Kritik. Mario, wie war denn das Ende von dem Film? Das Ende? Aquaman? Wie hat der Film aufgehört, meine ich? Nicht, wie hat er dir gefallen? Sondern wie? Ja, nein, ich habe den Director's Cut angeschaut. Ah, okay, das wollte ich wissen. Vielleicht hätte ich ihn nicht anschauen sollen. Nee, finde ich nicht schlimmer. Ich finde den Nicht-Director's Cut viel besser. Weil das ist dann auch 35 verschiedene Fassungen wie bei Das Boot? Das kann schon sein. Also die Ursprungsfassung finde ich tatsächlich am besten, wo das Ende ganz offen ist. Ja. Es gibt aber auch, glaube ich, so auch sehr viele langgezogene Szenen, habe ich gelesen. Stimmt das? Wirklich? Ja, das stimmt. Also sind viele Szenen einfach so langgezogen wie, okay, da ist es nichts, das ist rein gar nichts. Und vielleicht ist es einfach dazu geschnitten worden. Was meinst du jetzt? Ach so, beim Director's Cut? Ja. Vielleicht das hat wieder so rausgerissen, 10 Minuten lang zu beobachten, wie die eine da rumtanzt. Also mal so durch deine bestbewertetsten Filme zu gehen, Mario, ist schon unterhaltsam. Da sehe ich 2 Pirates of the Caribbean mit 5 Sternen. Oh, das ist Underworld toll. Mit 4,5. Underworld. Das ist toll. Mit dem bin ich aufgewachsen. Aber hast du Adama gesehen? Erkannt. In Blade Runner meinst du? In Blade Runner. Hast du nicht Adama erkannt? War das der nervige Polizist? Ja. Der Französisch mit dem Stock sprechen möchte. Der mit dem Stock. Genau der.
Das ja, den fand ich ziemlich mysteriös. Also, aber ich habe ihn nicht erkannt, ich habe es dann gelesen. Ah, weil der einen Schnurrbart hat, da hast du ihn nicht erkannt. Bestimmt. Wahrscheinlich hat er in der Serie weiß doch nicht auch gehabt. Nein, also, ist schon klar, dass jeder einen anderen Filmgeschmack hat. Wenn ich jetzt viele Bewertungen anschaue, denke ich mir auch so. Ich mache mich ja nur ein bisschen lustig. Ist ja alles. Ist ja okay. Ich nehme es auch nicht persönlich. Das, ja. Ja, ich finde das eh cool mit der Seite. Ich vergleiche meine Bewertung immer mit euren Bewertungen. Ja, ich mache das auch. Ich bin quasi aufgezwungen, wenn du auf den Film klickst. Nur bei Jan schaltet dann immer aus, weil mit Jan bin ich eh nie einer Meinung. Du, ich glaube mit Phil auch sehr selten. In letzter Zeit. In letzter Zeit vielleicht nur. Dann schaue ich bei seinem Film so. Ich habe nur gesehen, dass Mario. Phil hat die ganze Zeit Filme geguckt, in der schlechte Wertungen gibt. Habe ich gesehen. Ja, das sind so die Nebenbeifälle. Wenn ich bügeln muss oder so, dann will aber ich nichts. Dann will ich nichts gucken, wo ich die ganze Zeit voll dabei sein muss. Deswegen gibst du ihnen schlechte Wertungen, weil da das Bügeln. Nein, ich gebe denen schlechte Wertungen, weil es schlechte Filme sind. Ach so. Ich habe noch nie The Lion King geguckt. Dem hat Mario 4,5 Sterne gegeben. Der ist jetzt erst neu in die Kino. Das ist doch auch ein toller Film. Ach, der ist von 2019. Diese kleine Indie-Produktion ins Kino gekommen. Ja. Ich dachte den ursprünglichen, den Trickfilm. Na, der hätte 5 Sterne bekommen. Den habe ich auch nie gesehen. Oh, den habe ich im Kino gesehen. Ich schäm dich. Und das Neue ist kein Trickfilm? Nee, das ist CGI. CGI. Ja, also, ist jetzt auch nicht alles echt. Aber das sah so aus. Ich stelle fest, jetzt nach der Aufnahme geht das ja wunderbar, ohne Knacks. Ja, stimmt. Nein, in der zweiten Stunde ging es am ersten Mal. Am Anfang war es ein bisschen problematisch, da muss ich was schneiden. Da musst du uns nachsynchronisieren. Genau. Das wäre so lustig. Mit so einer vollkommen monotonen Stimme. So wie also bei polnischen Untertiteln. Oder ja, genau. Filme mit derselben Bewertung. Bitte? Wir haben so einige Filme mit derselben Bewertung oder meistens nur halbe Stern mehr oder weniger. Ja. Das lässt Mario nicht los. Nein, das ist keine Ruhe jetzt. Keine Ruhe. Ich kann heute nicht schlafen. Wenn sein großes Filmvorbild andere Bewertungen bei Letterboxd hat. Ich habe Warcraft gekauft. Du hast 3 Sterne gegeben. Aha. Ja, den fand ich okay. Mal schauen. Der Ben 3,5 Sterne. Mhm. Ich wollte erst mal Easy Rider gucken, ob der was taugt. Ob der was der kann. Der Alte? Der ist okay. Wie der Alte? Ist der auch einen neuen? Ja, den habe ich auch noch nie gesehen. Den gibt es ja auch gerade auf Netflix. Ja, aber ich bin gerade eigentlich hauptsächlich wieder bei Serien und nicht bei Filmen, die... Ja, ich habe die 3. Staffel True Detective geguckt und fand die ganz hervorragend. Habe ich gelesen. Aber das kommt ja nirgends. Ja, das muss man kaufen. Aber es war ja doch gerade... wie heißt das, diese Amazon-Tage, an denen alles weniger kostet. Ja, kommt ja nächstes Jahr. Die Staffel für 8 Euro oder so. Ich habe übrigens, ich fand übrigens hier Stranger Things Staffel 3 zum Weglaufen. Das habe ich gesehen, ich nicht. Ich fand das unterhaltsam. Okay. Ich fand es besser als die zweite Staffel, muss ich sagen. Ja. Ich fand, das ist jetzt durch. Es war vielleicht ein bisschen zu blutig im Vergleich zu den anderen Staffeln. Nee, das meine ich nicht. Weil dieses Teenie. Ja, das passt da irgendwie nicht. Oh, die ganze Zeit. Das einzig Witzige war dieser... Dass der eine die ganze Zeit Dungeons & Dragons spielen wollte. Nee, dieser andere Strang mit diesem Russen da, das fand ich lustig. Ja. Aber diese Kinder waren total... Ja, Alexei. Ah, dann darfst du dir aber kein Stranger Things angucken, wenn ich die Kinder nerven. Ja, aber die haben mich ja früher nicht genervt und jetzt haben sie es total genervt, fand ich. Diese Splatter-Szenen, die fand ich schon lustig, wo die alle so in Flüssigkeit zerlaufen sind. Aber mich hat das genervt. Die aber die haben doch gesungen am Ende. Hat dir das nicht gefallen? Ja, die letzte Folge war ganz gut, aber dazwischen, das war alles unnötig. Nicht? Ich fand es schade, dass die so lange getrennt waren, tatsächlich, die einzelnen Gruppen. Das war auch komisch, ja. Ja, das hat mich irgendwie gestört. Dass du jetzt quasi 3 Gruppen hattest dann. Ja, genau. Ach, Ben, du hast doch irgendwann mal von The Purge erzählt. Der Serie, ja. Ja, und ich habe mir den ersten Film mal angeguckt und den fand ich ja gar nicht so. Nee. Also, man hat mir jetzt nicht so toll, eigentlich ne? überhaupt keine Lust auf irgendwas anderes aus
da gibt es ja noch viel mehr Filme und eben die Serie, aber... Ja, die Filme werden auch nicht also besser, jetzt so nach, ganz ehrlich sagen. Nach dem ersten Film wundert es mich schon, wie groß das Franchise geworden ist. Ich glaube, 3 Filme sind es oder so. Oder 4? 4 sind es jetzt, glaube ich, sogar schon. Ja. Ja, aber jetzt dauert es wieder, bis ich Zeit für eine andere Serie habe, weil ich habe gerade eine Western-Serie angefangen, die ist jetzt auf Amazon. Und ich bin jetzt 5 Staffeln beschäftigt. Okay. Ich kann Western nicht widerstehen. Im Dezember geht endlich The Expanse weiter, habe ich den Trailer gesehen jetzt. Kommt die 4. Staffel bei Amazon. Ich habe das 2. Buch endlich geschafft letztens. Die Serie gucken, lesen. Pff, wie primitiv. Hat jemand Castle Rock geschaut? Nein, ich wollte dich auch damals schon fragen, worum es geht, weil mir das, du hast überhaupt nicht geschrieben, was das für eine Serie ist. Das ist ja diese Stephen King-Serie. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass die jetzt bald kommt. Und jetzt kommt die. Castle Rock. Aha. Eine Anthology-Serie, dieser bescheuerte Begriff. Scientology-Serie? Ja. Also eine Staffel. Mystery Anthology-Fernsehserie. Ich kam da jetzt gerade drauf, weil da auch Terry O'Quinn mitspielt, weil ihr gerade über Lost gesprochen habt. Ah. Und Bill Skarsgård. Und die gibt's leider nicht so bei Amazon. Ich habe das auf Badabinch oder so gesehen bei Rocket Bean und da wollte ich die dann gleich gucken und dann war ich schon enttäuscht, dass es die nicht gab. Bei diesen Stars. Und dann muss man, genau, da kann man aber so ein Probe-Abo abschließen, 2 Wochen und dann kann man die einfach gucken und es wieder kündigen. Produktion J.J. Abrams. Genau. Der produziert, glaube ich, die Hälfte aller Sachen, die so gemacht werden. Ich frage mich ja, ob der überhaupt irgendwas damit zu tun hat oder wie. Naja, seine Firma läuft. Halt. Genau, weil das ist ja Bad Robot und der macht ja eigentlich gerade Star Wars, der kannte ja eigentlich gar keine Zeit. Ich glaube, das ist nur sein Name. Darum ja, das glaube ich das auch. Und sein Geld. Ja. Das verkauft sich dann besser. Und sein Geld. Ich frage mich, wie man so eine Produktionsfirma führt, ob der da überhaupt irgendwas mit zu tun hat oder ob der einfach nichts mit zu tun hat. Ja, das sieht wahrscheinlich auch so aus, in so Aufsichtsrat mit anderen Leuten, oder? Ja, also der kann auf jeden Fall nicht mit allem, was Bad Robot produziert. Nein, das ist wie Elon Musk und SpaceX und Tesla. Was? Oder so wie Steven Spielberg das eine Zeit lang gemacht hat, der irgendwie bei 100.000 Filmen noch an der Regie dabei war oder am Drehbuch und der wahrscheinlich immer nur mal so 10 Minuten drüber geguckt hat, wie viel Nullen der Scheck hat und dann seinen Namen drunter gesetzt hat. Ich schätze, die haben vielleicht noch das letzte Veto bei sowas. Ja klar, aber der hat da bestimmt Leute, die das einfach eigenständig machen. Anders geht's ja nicht. Wo er dann davon ausgeht, dass die ihn jetzt schon nicht völlig... Ja, genau. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der wirklich jede einzelne Produktion genau anguckt, worum es da überhaupt geht. Ist jetzt ja auch nicht unbedingt sein Wesenskern, alles bis zum Ende irgendwie durchzuziehen. Was der fängt ja da gerne Sachen an. Ja, ich habe angefangen, es zu lesen, aber auf Seite 4. Neben Terry O'Quinn spielt da Sissy Spacek mit, die ist richtig gut. Also wenn die, ich glaube, die muss da keine Episode anmelden für ein Emmy. Ich glaube, die kriegt den so für eine Episode. Nicht so wie hier Six. Ja. Yeah. Die spielt so eine alte Frau übrigens zusammen mit Scott Glenn auch wieder. Die sind so ein altes Pärchen. Und sie ist so leicht, sie wird so dement mit der Zeit irgendwie. Und das spielt die ziemlich gut. Und Steve Buscemi spielt mit. Und der spielt super, weil der einen 24-Jährigen spielt. Ich weiß nicht, wie der das macht. Da fällt mir immer dieses GIF mit ihm ein, wo er so mit dem Skateboard auf dem Rücken. Kennt ihr das? Das kennt ihr bestimmt. Nein. Nein, okay. Ich finde das bestimmt schnell. How do you do, fellow kids? Ja, doch. Ich erinnere mich. Aber ich poste auch mal das Bild von Steve Buscemi. Das ist ja gar nicht Steve Buscemi. Ich finde, er sieht aus wie Steve Buscemi. Nein, das ist nicht. Ich habe auch gerade bei Wikipedia sämtliche Gastschauspieler durchgeguckt. Das ist doch Bill Skarsgård. Es steht sogar in der fucking Steve Buscemi. Es steht sogar in der im Link drin. Ja, aber das ist der doch Künstlername. Ach so, das ist Steve genau. In Jung. Ja. Ja, der hat diese Face-App benutzt und hat sich jung gemacht.
Das ist Steve Buscemi mit Face. Ich bin immer beeindruckt, also immer beeindruckter, wenn ich von Leuten höre, oh, ich habe mir jetzt runtergeladen, wo ich dachte, wow, du auch? So viele Leute laden sich diese App. Ich nicht. Ich auch nicht. Ich will nicht wissen, wie ich alt aussehe. Ich auch weiß, nicht, aber ich habe Fotos bekommen. Muss ich ja nur alle warten. Spiegel in seiner Wohnung verhangen. Nein, nein, nein. Aber es gab ja schon beim Postillon gab es ja schon einen lustigen Artikel dazu. Natürlich der Berliner Flughafen, wie er in Zukunft aussieht. Und da ist dann immer links das Bild und rechts das Bild völlig identisch. In 40 Jahren. Oh. Ja, bis jetzt hält mein Setup. Das ist ja cool. Ja, und seit du die Musik ausgemacht hast, gibt es auch keine Hänger mehr. Mein Laptop brummt, weil der Lüfter an ist. Ja. Ist also auch so heiß. Dem ist zu heiß, ja. Der geht sonst nie an, aber der ist auch wahrscheinlich überlastet, weil er von 2012 ist. Ich bin von 1985, was soll ich denn sagen? Sitzt auch da. Oh nein, oh nur nein, wenn ich Linseneintopf gegessen habe. Ich versuche alles auszumachen, was ich habe. Ich darf nur nicht meinen Browser zumachen. Studio Link ausmachen.